Für die Einleitung und Dankeschön für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion und auf den Rahmen, da ich diese Fachdialoge sonst bisher noch nicht gekannt habe. Ich starte meine Präsentation. Dauert noch eine Sekunde. Genau, ich hoffe, Sie sehen alle die Präsentation. Falls Sie es nicht sehen, Ja. dann bitte melden. Genau, jetzt starte ich noch den Präsentationsmodus. Wunderbar, genau. Schönen guten Abend. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen zu Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft und welche Möglichkeiten und Grenzen wir denn sehen, wenn wir über diese drei Schlagworte reden oder diese drei sozusagen Umweltprobleme uns anschauen. Ich starte mit einem allgemeinen Einstieg über Umweltprobleme. Ich glaube, in dieser Runde brauche ich dazu nicht sehr viel sagen, außer dass wir mittlerweile sehr viele globale Umweltprobleme sehen, allen voran die Klimakrise. Aber dadurch natürlich nicht, sollte man nicht vergessen, auf Biodiversitätsverlust, auf Rohstoffversorgung und Knappheiten, aber auch Nutzungskonflikte, die vor allem über die Flächenkonkurrenz sich im Moment abspielen. Also welche Flächen nutzen wir wofür? Genau. Das heißt, wir sehen solche vielerlei Umweltprobleme auch in unterschiedlichster Form. Und wenn wir über diese sprechen oder auch in der Politik versuchen, Maßnahmen zu setzen und uns in einem Monitoring anzuschauen, wie entwickeln sich denn diese Umweltprobleme und Belastungen und unsere Auswirkungen auf diese Umweltprobleme, dann reden wir oft von CO2-Emissionen, gemessen in Tonnen oder Treibhausgaspotenzial. Wir reden von Ressourcenproduktivität oder Effizienz und Entkoppelung. Da reden wir von dem Wirtschaftsoutput gerechnet pro Tonne zum Beispiel. Wir reden von Kreislaufwirtschaft und reden da ganz viel von Recyclingraten. Bei Wasserknappheit reden wir von der Entnahme pro dem verfügbaren Wasser. Also wir reden da sehr viel von physischen Einheiten und physischen Maßzahlen, Tonnen, Energieeinheiten wie Terajoule oder so oder Wasser in Kubikmeter gemessen. Und all diese Rechnungen, diese Zahlen haben wir mittlerweile in der Statistik schon gut verfügbar unter den Umweltgesamtrechnungen. Und die werden sehr oft so in Einzelbereichen diskutiert. Und jetzt wissen wir aber mittlerweile sowohl über die SDGs, aber auch aus vielen anderen Bereichen, dass diese Umweltprobleme und auch ihre Betrachtung ja nicht voneinander unabhängig sind, sondern es gibt natürlich einen Überschneidungsbereich zwischen Ressourcennutzung und Energienutzung. Es gibt einen Überschneidungsbereich zwischen Klimapolitik, aber auch Ressourcennutzung oder Kreislaufwirtschaft. Die Dinge hängen zusammen. Das sagt man jetzt so oft und das hört man auch oft. Und ich zeige jetzt kurz ein Bild, warum und wie denn diese Dinge zusammenhängen, weil wir brauchen das auch noch für das spätere Verständnis. Wenn wir also auf unsere gesellschaftlichen Aktivitäten schauen, dann sehen wir da ganz viel an Industrieproduktion. Wir sehen ganz viele Straßen und LKWs, die sich bewegen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie meine Maus sehen, wahrscheinlich nicht. Und wir sehen, dass wir ganz viele unserer Aktivitäten sind verbunden mit physischem Material, also Material in Tonnen, das wir in der Form von natürlichen Ressourcen zuerst mal aus unserer natürlichen Umwelt entnehmen müssen. Wir machen das im Bergbau und wir machen das in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Das ist sozusagen der Einstiegspunkt, wo wir Materialien und Ressourcen aus der Natur entnehmen und in unsere gesellschaftliche Produktion oder dann Konsum hereinholen. Und nachdem wir die Materialien dann verbraucht haben, kommt da eine Frage oder ist das? Oder hat irgendjemand das Mikro eingeschaltet, nur unabsichtlich? Das heißt, die Materialien, die wir zuerst entnehmen aus der Natur, die wandeln wir dann um und geben am Schluss, sozusagen wandeln diese Materialien um und daraus entstehen am Schluss Emissionen. Auf der einen Seite fossile Energieträger werden verbrannt und werden zu Emissionen oder zu Abfällen, die wir dann ins Land oder in Wasser abgeben. Das heißt, und folgend den physikalischen Grundgesetzen, Masse kann weder vernichtet werden, noch kann sie verschwinden, noch kann sie sozusagen aus dem Nichts entstehen. Das heißt, alles, was wir vorne an Ressourcen aus der Natur entnehmen, wissen wir, dass am Schluss daraus Abfälle oder Emissionen entstehen. Und somit kann man sagen, dass natürlich alle Emissionen hängen unmittelbar auch in der Größe und in der Quantität mit den Ressourcen zusammen, die wir auf der Input-Seite, also auf dem zuerst bei der Entnahmeseite, in unser gesellschaftliches System hineinführen. Das heißt, das, was hier an Inputs reinkommt in unsere Gesellschaft, wandeln wir um, verwandeln wir in Outputs. Das heißt, wir sehen, dass
sozusagen, wenn wir von der Klimakrise reden oder von Ressourcennutzung reden, dann sind das zwei Seiten von derselben Münze übersetzt. Und das ist irgendwie ein netter Nebeneffekt von diesem Bild über die Münze. Wir reden und vermitteln das in unserer gesellschaftlichen Nutzung sehr oft über Geldwerte. Das heißt, die Ressourcen haben einen Preis, die werden gehandelt und am Schluss haben die Ressourcen ihren Wert verloren und werden dann als Abfälle abgegeben. Okay, wenn wir jetzt dieses Bild im Hinterkopf haben, dann können wir uns mal anschauen. Und darauf schaue ich jetzt als erstes, wie viele Ressourcen nutzen wir denn? Und das ist ein Bild von den gesamten Materialien, also Ressourcen, die wir auf unserer Welt entnehmen, beginnend im Jahr 1900 und das Endjahr haben wir hier 2015. Und wir sehen hier einen Anstieg kontinuierlich. Wir sehen keine Phase, wo wir wirklich eine Reduktion von Ressourcenverbrauch beobachten konnten. Wir sehen, dass wir am Anfang des vorigen Jahrhunderts natürlich sehr viel Biomasse verwendet haben. Mittlerweile, das ist das Grüne unten, mittlerweile sehen wir, ist der Anteil an abiotischen Rohstoffen, das Orangene in der Grafik sind die fossilen Energieträger, das Blaue sind die Metalle, das Graue sind all die Industrierohstoffe, alle nicht metallischen Mineralstoffe, alles, was wir so als Baurohstoffe in großer Menge verwenden. Das heißt, wir sehen, dass dieser abiotische Anteil mittlerweile sehr viel mehr als die Hälfte ausmacht. Wir brauchen also ganz viele Ressourcen, die nicht über biologische Kreisläufe aufbaubar und abbaubar sind. Wir sehen, dass wir am Anfang des vorigen Jahrhunderts lag der globale Materialverbrauch, Ressourcenverbrauch bei 8 Tonnen pro Jahr, pro Kopf und Jahr, vor allem biotische Rohstoffe. Im Jahr 2015 war der globale durchschnittliche, also sozusagen alle Materialien, die wir entnehmen, wenn wir die durch die Bevölkerung teilen, dann braucht jeder durchschnittliche Mensch auf der Erde 12 Tonnen pro Kopf an diesen Ressourcen. Das heißt, es ist eine Steigerung um den Faktor 12, natürlich auch getrieben durch eine Bevölkerungsentwicklung. Natürlich ist so eine Verteilung über die Welt nicht gleich und da will ich jetzt gar nicht in Details gehen. Ich möchte Sie auf drei Dinge hinweisen, dass zum Beispiel das erste oben links sind die Industrieländer, die OECD-Länder. Da sehen wir einen Anstieg von dem Ressourcenverbrauch und dann ein bisschen eine Abflachung, eine Sättigung. Wir sehen diese Sättigung und haben sie schon, als wir die ersten Studien gemacht haben, war das so der große Hoffnungsschimmer, dass wir möglicherweise doch an einen Punkt kommen, wo wir unser Wirtschaftssystem und unser Produktionssystem entkoppeln können vom Ressourcenverbrauch und sozusagen wir nur sozusagen, wenn die Ökonomien entwickelt sind und einen gewissen Grad an Ausgestaltung haben, dann können wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren. Wir sehen in anderen Regionen, und wir schauen gleich, ob das dann sich so bewahrheitet, wir sehen in anderen Regionen, Asien zum Beispiel gleich darunter, ganz links unten, wir sehen ein rapides Wachstum. Ja. Das sind die ganzen Ökonomien im Aufbau, China, aber auch Indien, Indonesien. Das heißt, wir sehen hier einen starken Anstieg am Ressourcenverbrauch. Und wir sehen dann zum Beispiel ganz rechts unten Subsahara-Afrika, die sind bei einem Materialverbrauch von 6 Tonnen pro Kopf. Und da ist noch ganz wenig, also der größere Anteil noch Biomasse verbraucht. Das heißt, da sehen wir, da wird noch eine Entwicklung stattfinden, die sich dann auch in einem höheren Verbrauch von abiotischen Rohstoffen zeigen wird. Soll heißen, ganz viele Regionen auf der Welt haben noch eine materielle Entwicklung vor sich, indem sie ihre Ökonomien und auch ihre Lebensstile ausbauen. Das heißt, da müssen wir noch damit rechnen, dass wir eine gewisse Wachstum über die nächste Zeit beobachten werden. Und in unseren Industrieländern sind wir aber auf einem relativ hohen Niveau im Vergleich zu anderen Regionen. Also in OECD-Ländern ist der Durchschnitt bei ungefähr 14 Tonnen pro Kopf, 12 Tonnen pro Kopf mittlerweile. Dort bewegen wir uns. Damit wir es ein bisschen besser und greifbar machen, schauen wir kurz auf Österreich. Ja, wie schaut denn Österreich aus? In Österreich sehen wir, und das ist unten eine Kurve zwischen 1960 bis 2018, wir sehen hier auch eine Sättigung ab den 70er Jahren, weil hier einfach sozusagen dieses rapide Wachsen der Industrien und der Aufbau unserer Gesellschaften ein bisschen ein Abflachen erfahren hat. Und wir sehen ganz ähnlich wie in der globalen Verteilung zuerst einen geringeren Anteil an Biomasse, einen größeren Anteil an diesen abiotischen Rohstoffen und vor allem diese grauen Baurohstoffe, auf die schauen wir dann später noch.
Wenn wir das umrechnen in Österreich, Ressourcenverbrauch, wo stehen wir denn? Wie viel brauchen wir in Österreich an Ressourcen? Dann sind wir da bei 19 Tonnen pro Kopf. Ja. Wir erinnern uns, 2015 war der globale durchschnittliche Verbrauch bei 12 Tonnen pro Kopf. Das heißt, wir liegen in Österreich doch deutlich darüber. Was wir auch sehen ist, und das ist unten in der rechten Kurve zu sehen, die blaue und die orangene Kurve, wir brauchen ganz viel von diesen fossilen Energieträgern. Das Orangene und das Blaue sind die Metalle aus dem Ausland. Wir sind da abhängig von Importen aus anderen Regionen und Ländern. Wir haben diese Ressourcen nicht in der Menge oder auch nicht alle Art der Ressourcen in unserem eigenen Land zur Verfügung. Das heißt, wenn wir jetzt daran denken, wir brauchen 19 Tonnen pro Kopf an Material, das ist das, was wir in Österreich in unserer Produktion und Konsum verbrauchen und verwirtschaften. Und dann wissen wir aber, dass wir ganz viel Materialien auch aus dem Ausland brauchen. Dann sehen wir, dass da natürlich auch noch an diesen, weil wir importieren die Dinge nicht als Rohstoffe, sondern schon als höher verarbeitete Güter. Und das sind dann schon Abfälle und Emissionen angefallen in der Produktion. Das heißt, woanders sind Abfälle und Emissionen, die eigentlich unserem Konsum zugeordnet werden können. Und das sind dann solche Verteilungskurven. Also wenn wir da ganz oben schauen, das ist sozusagen die Ressourcenentnahme, das ist die linke Seite in der EU oben zum Beispiel. 12,9% der globalen Ressourcenentnahme findet in der EU statt, also auf EU-Territorium. Und auf der anderen Seite sehen wir den Konsum. Der liegt in der EU auf bei 19,7% der globalen Ressourcen werden in der EU konsumiert. Das heißt, die Differenz kommt aus anderen Ländern. Das ist also ein bisschen die Umverteilung, die ganz logisch ist. Es gibt unterschiedliche Regionen, die haben unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Es gibt auch unterschiedlich viel Platz, weil die Bevölkerungsdichte ganz unterschiedlich gelagert ist in den Ländern. Aber es ist auch eine Frage von, wie viel Zugang hat man zu Ressourcen in anderen Ländern und wie sehr will man auch manche Produktion auslagern, weil man weiß, dass sie umweltbelastend ist. Und daher ist es sozusagen sauberer, wenn man manche Produkte importiert und nicht im eigenen Land produziert. Das heißt, da stecken nicht nur eine Verteilung von Ressourcenverfügbarkeiten dahinter, sondern auch Produktionsstandards und Umweltstandards stecken da dahinter. Sowas muss auch berücksichtigt werden. Und da gibt es mittlerweile Berechnungen oder auch in manchen Politikmaßnahmen gibt es dann so die Footprint-Indikatoren, also die Fußabdruck, Materialfußabdruck, der Kohlenstofffußabdruck und so weiter. Die berücksichtigen dann sozusagen den Material- und Ressourcenverbrauch im Ausland. Wenn wir da auf Österreich schauen, dann haben wir vorher, und wir schauen jetzt nur auf diese Pfeilchen, die 19 Tonnen pro Kopf gesehen. Das sind da die anderen EU-Länder in der Verteilung. Die EU-Durchschnitt liegt bei 14 Tonnen pro Kopf. Hier sind wir im Jahr 2018. Dann sehen wir, wenn wir diesen Materialfußabdruck uns berechnen, dann sehen wir, Österreich braucht sehr viel mehr von den globalen Ressourcen, damit wir unseren Konsum sozusagen stillen können. Und dann sind wir bei einem Materialfußabdruck, einem Pro-Kopf-Verbrauch von 33 Tonnen pro Kopf. Das ist doch deutlich mehr als die 19 Tonnen pro Kopf. Ja. In der EU stehen wir auch statt 14 Tonnen pro Kopf in einer Fußabdruckperspektive bei 23 Tonnen Materialverbrauch pro Kopf. Und wir sehen auch, und das ist jetzt nur durch die Farben abgebildet, sozusagen die Grün würde heißen, ein Land verbessert sich im Materialverbrauch, also verbraucht ein bisschen weniger oder stagniert. Und rot heißt, ein Land verbraucht mehr Material als in dem Vergleichsjahr 10 Jahre früher. Da sehen wir das in der linken Darstellung Materialverbrauch, was ich vorher gemeint habe, diese Sättigung. Wir sehen in vielen Industrieländern, dass der Materialverbrauch sich sättigt. Wenn man aber den Materialfußabdruck sich anschaut, dann sieht man, die Sättigung findet nicht statt, nicht in dem Ausmaß und auch nicht sozusagen als globales Bild, sondern wir verbrauchen einfach nur mehr Ressourcen aus dem Ausland und können damit unsere eigenen Ressourcenverbrauch etwas schlanker halten. Genau. Wir schauen kurz auf Entkoppelung und da will ich nur ganz kurz was zeigen, weil dann möchte ich eher noch kurz auf die Kreislaufwirtschaft schauen. Entkoppelung ist sozusagen, wenn wir jetzt sagen, wir sehen, wir verbrauchen zu viele Ressourcen, wir müssen daran was ändern. Dann war sozusagen der erste Schritt, wir müssen unsere Wirtschaftsweise nur so ändern, dass wir halt mehr sozusagen Dienstleistungsaktivitäten, die weniger materialintensiv sind, uns mehr dahin verlagern, weniger dieser ressourcenintensiven Aktivitäten, dann können wir das Wirtschaftswachstum entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Das war lange Zeit unter dem Schlagwort Ressourcenproduktivität, Ressourceneffizienz, Entkoppelung, Dematerialisierung. Das sind alles Konzepte, die darauf abzielen, dass das Wirtschaftswachstum sich
schneller entwickelt. Und da schaue ich jetzt, Wirtschaftswachstum heißt in dem Fall die rote Kurve, das wäre das BIP. In Japan zum Beispiel, die Wirtschaft wächst und der Materialverbrauch, das ist das grüne durchgezogene unten, der sinkt in Japan sogar, einer der wenigen Beispiele. Global, auch in England, in Großbritannien, sinkt der Materialverbrauch, der Ressourcenverbrauch, das Wirtschaftswachstum kann weiter steigen. Das wäre eine Entkoppelung, wie wir sie uns wünschen würden. Und wir sehen sie für einige Industrieländer, vor allem in Europa oder auch in Japan eben. Wir sehen dann aber auch Länder wie Australien. Da entwickelt sich der Materialverbrauch in gleicher Geschwindigkeit wie das Wirtschaftswachstum. Das heißt, da sehen wir keine Entkoppelung. Ja. Wir sehen in Chile zum Beispiel unten links, dass der Ressourcenverbrauch sogar schneller wächst. Wir brauchen mehr, also Chile braucht mehr Ressourcen, als die Wirtschaft, der Wirtschaftsoutput sich entwickelt. Das liegt daran, dass Chile sehr eine materialintensive also globale Produktion hat, und zwar ist das Chile weltgrößter Kupferproduzent. Chile stellt viel der Kupferressourcen, die global verwendet werden, zur Verfügung, und das ist das Material, das hier drinnen steckt. Genau, das heißt, was wir sehen, und das ist nur eine kurze Kurve, das durch das Strichlierte in dieser Grafik bei der OECD unten ist die Wirtschaftsentwicklung, also das BIP. Das Orange, also das Blaue drunter wäre der Materialverbrauch. Da sehen wir diese Entkoppelung wieder. Sozusagen die Kurven gehen auseinander. Wenn wir aber den Materialfußabdruck nehmen für die OECD-Länder zum Beispiel, dann sehen wir, dass der sich sehr stark wieder entlang dem Wirtschaftswachstum entwickelt. Wir sehen keine Entkoppelung, wenn wir den Fußabdruck uns anschauen. Das heißt, in Bezug auf Ressourceneffizienz, wir sehen keine großen Erfolge von Entkoppelung. Ja, wir sehen, Japan zum Beispiel ist ein Land, da hatten wir eine Entkoppelung, einfach weil viele der Produktionsaktivitäten ins Ausland ausgelagert wurden. Also wieder dieser Auslagerungseffekt. Wir sehen, in England war es ein Schließen von der Schwerindustrie und eine Auslagerung in andere Länder. Dann sehen wir sozusagen, dass Entkoppelung stattfindet. Aber es bringt uns noch nicht so weit, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen können. Ja? Und die Hoffnung, dass wir hier nachhaltige Ressourcennutzung erwirtschaften können, wenn wir auf Entkoppelung setzen, hat sich nicht bewahrheitet. Und daher hat man dann gesagt, wir müssen noch mal genauer hinschauen, wofür brauchen wir denn unsere Ressourcen? Ja? Wo gibt es denn Stellgrößen? Und vielleicht, wenn wir Entkoppelung nicht erreichen, vielleicht schaffen wir es über die Kreislaufwirtschaft. Also es gab dann auch auf der politischen Ebene einen Schwenk von den 2011, als die Ressourceneffizienzstrategie publiziert wurde von der Kommission. Es ist dann, es ist quasi jetzt ist das größere Schlagwort die Kreislaufwirtschaft. Also schauen wir noch kurz auf die Kreislaufwirtschaft. Dazu müssen wir uns anschauen, wo gehen denn die Ressourcen hin, die wir nutzen? Ja, also wir sehen immer ganz viel Material, das reingeht in unsere Gesellschaft, aber wofür brauchen wir das denn? Wir sehen also hier sozusagen den Materialverbrauch, das, was reingeht in unsere Wirtschaft. Und wenn wir dann, das ist ein Bild für Österreich für 2014, wenn wir dann schauen, meine Maus sehen Sie nicht, oder? Wenn ich die jetzt gerade bewege, oder? Nehme ich jetzt mal an. Genau, ich probiere es trotzdem, aber ansonsten muss ich sagen, die oberen, also ein Teil der Ressourcen sozusagen geht in die energetische Nutzung. Das ist dieser obere Pfeil, der sich durchzieht. Energetische Nutzung heißt, wir brauchen fossile Energieträger, die wir verbrennen und damit technische Energie bereitstellen, aber wir essen auch Biomasse und brauchen Biomasse auch zunehmend für technische Energie, aber auch eine ganz gehörige Menge, um unsere Tiere, aber auch uns Menschen zu ernähren. Das, was wir energetisch nutzen, wird direkt umgewandelt in Emissionen, in CO2-Emissionen, andere Emissionen, auch Wasserdampf zum Beispiel. Sozusagen, das sind die Outputs aus der energetischen Nutzung. Der größere Teil unten, der geht in die materielle Nutzung. Ja, also viel von dem Material, das wir brauchen, brauchen wir nicht für Energiebereitstellung, sondern brauchen wir aus den stofflichen Eigenschaften der Materialien. Und der noch größere Anteil dessen, das, was so nach unten geht, wird gebunden in unseren Beständen. Weil dieser graue Anteil der Baurohstoffe, den ich am Anfang gezeigt habe in globalen Ressourcenentnahme, den binden wir in unseren Gebäuden, in den Straßen, sozusagen in der ganzen Infrastruktur. Und das Material bleibt dann auch dort für die nächsten 20 bis 50 Jahre. Ja? Und nur ein kleinerer Teil kommt raus aus den Beständen. Das ist sozusagen das Abbruchmaterial, das, wenn ein Haus abgerissen wird oder eine Straße abgerissen wird, dann gibt es dieses Abbruchmaterial, das dann in die Abfälle geht. Und dieser eine Teil sind dann die Abfälle, die am Schluss rausgehen.
Das heißt, wir sehen, und jetzt schauen wir mal nur auf diese drei großen Größen. Wir sehen oben, wir brauchen Material und Ressourcen, um Energie bereitzustellen. Das heißt, wir haben Emissionen daraus. Wir brauchen ganz viel Material, um unsere Bestände aufzubauen, aber auch zu erhalten. Ja? Also auch wir in Österreich haben gesehen vorher, der große Anteil an diesen grauen Materialien, die wir brauchen, der geht in unsere Bestände. Weil wie viele Straßen haben wir, die wir jährlich zum Teil wieder reparieren, erneuern, sanieren müssen, weil wir Häuser haben, die wir sanieren, weil wir einen Gutteil auch neu bauen. Ja? Es sind diese zwei Fraktionen. Das eine geht in Neubau, das andere geht in Sanierung. Diese Bestände heißen aber auch, und das ist nicht nur Material, das ja nicht problematisch ist, wie Sand und Schotter oder wie Kalkstein oder Tone, sind jetzt nicht wahnsinnig umweltbelastend als Material per se, aber wir wissen zum Betrieb dieser Bestände, also damit wir eine Straße nutzen, brauchen wir Energie, weil für die Mobilität und für die Autos darauf fahren, die fahren mit Energie. Wenn wir Gebäude haben, dann werden die beheizt und werden die beleuchtet. Das heißt, wir brauchen Energie, um diese Bestände dann einfach zu nutzen. Das heißt, diese Bestände haben dann einen indirekten Effekt wieder auf die energetische Nutzung oben. Und wenn wir jetzt darauf schauen und dann auf die Kreislaufwirtschaft schauen, dann sehen wir, dass dieser Anteil unten, sozusagen das, was an Abfällen anfällt, was davon wird recycelt, dann ist das dieser eigentlich nur ein kleiner, dünner Streifen, den wir unten sehen. Ja? Und wenn wir schauen, wie viel in die Bestände geht, dann sehen wir auch, und das ist ja dann dort gebunden, wir sind noch weit davon entfernt, irgendwo in die Nähe von einer gesamtwirtschaftlichen Recyclingquote oder einer Zirkularitätsrate von jenseits der 50% zu kommen. Ja. Hier sind die Raten, wenn wir sie uns anschauen. Und dieses CMR, das ist die Circular Material Use Rate, die jetzt von Eurostat auch verwendet wird und berechnet wird, basierend auf Materialflusszahlen. Das ist eben genau der Anteil, wie viel Material wird aus der Abfallaufbereitung wieder zurückgeführt in die Produktion. Das wäre diese Indikator, Circular Material Use Rate, die liegt in Österreich bei 9% 2014. Im Jahr 2019 sind wir mittlerweile, glaube ich, bei 11% für Österreich oder 12, genau. Da unten, das ist Österreich und die anderen Länder im Vergleich. Ja. Also eine Veränderung zwischen 2010 und 2019 in dieser Zirkularitäts, für diesen Zirkularitätsindikator sehen wir, der Durchschnitt bewegt sich wahrscheinlich zwischen 10 und 15%. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zurückschauen auf dieses Bild, können wir durch Recycling und durch Aktivitäten in der Kreislaufwirtschaft hoffen, dass wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren auf der Inputseite. Dann sagt uns die Grafik, so schnell wird das nicht gehen. Ja. Also wir können nicht diese riesige Menge und vor allem das, was in die Bestände geht, das haben wir und sehen wir an Materialflüssen, das zu reduzieren, fällt uns sehr schwer. Und damit müssen wir uns damit auseinandersetzen, was können wir anders machen. Wir sehen, Entkoppeln ist schwierig, wir sehen, die Kreislaufwirtschaft hat einfach ihre Grenzen. Und damit bin ich schon am Ende und möchte nur noch sagen, was sind denn jetzt die Herausforderungen, was können wir daraus mitnehmen. Wir sehen, natürlich müssen wir alle Recyclingpotenziale ausschöpfen, alle Effizienzen erhöhen, wo wir nur können. Und da sehen wir auch große Erfolge. Ja. Wir sehen, dass Ressourceneffizienz in manchen technischen Bereichen oder Industrien sich stark erhöht haben. Ja. Und wir sehen auch Recyclingraten, die sehr gut sozusagen gesteigert werden können. Aber wir sehen auch, dass das alleine nicht reicht. Ja, wir sehen in allen Studien, die wir uns anschauen, dass das Wirtschaftswachstum alle Erfolge in Recyclingraten oder Effizienz erfolgen, sozusagen, dass diese Erfolge durch Wirtschaftswachstum kompensiert werden. Ja, das heißt, wir brauchen was anderes und wir müssen auch in einer politischen Betrachtung, und das ist selten der Fall, auch im Green Deal steht wieder sehr viel über Entkoppelung und über Kreislaufwirtschaft und so weiter, aber eigentlich müssen wir als Priorität und als Rahmen uns setzen, dass wir reduzieren müssen. Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Landverbrauch reduzieren, nur dann können wir uns in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Und da geht sehr viel gar nicht nur um die Flüsse, sondern da geht es auch um unsere Bestände, auf die schauen wir im Moment noch zu wenig. Ja, wir müssen schauen auf die Menge der Häuser, der Infrastruktur, der Fahrzeuge, die wir benutzen und nutzen. Brauchen wir so viel? Wo können wir reduzieren? Und vielleicht geht es auch über andere Lebensstile und Gesellschaftsmodelle. Ja? Weniger Fokus auf Wirtschaftswachstum und ein bisschen mehr auf gesellschaftliche Initiativen, die wir gerade in letzter Zeit auch sehr viel sehen. Ne? Also über
Ernährungs-Foodsharing und so weiter, ganz viele Aktivitäten in die Richtung, die gehen in eine Richtung, wo wir vielleicht über eine Reduktion reden können, ohne dass wir unsere Lebensqualität maßgeblich einschränken müssen. Damit möchte ich Danke sagen für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf etwaige Fragen. Ja, herzlichen Dank für den sehr spannenden Einblick in ein doch immer wichtiger werdendes Feld und die Flut an Daten und Informationen. Ich muss zugeben, vor allem das mit dem jährlichen Nachschieben in den Bestand hat mich selber jetzt sehr überrascht. Das war mir neu. Im Chat gibt es noch keine Fragen. Darum erlaube ich mir einfach so, die Frage in die Runde zu schicken. Gibt es eine wichtige, drängende Verständnisfrage an die Frau Professor Eisenminger? Wenn das nicht so ist, bedanke ich mich natürlich nun mal recht herzlich. Bitte auch um einen entsprechenden Applaus oder halt wie in Zoom möglich ein Zeichen dafür. Und komme dann zum... Entschuldigung, ich habe eine Chatfrage geschickt. Ich kann sie hier stellen, aber man kann auch die Nachricht vorlesen, wenn man will. Ich sehe im Chat leider... Jetzt ist eine Frage da. Genau. Verzicht nach wie vor ein Tabu, oder? Das war die Frage. Nein? Ja. Das war wer andere. Dann stelle ich sie einfach so. Genau. Sie haben uns eine Übersicht gezeigt über die Weltregionen, normalisiert auf Kapita. Ja. Haben Sie auch eine parat, wo man sie in absoluten Zahlen sieht, damit man da ein Gefühl kriegt? Also in der Grafik war beides drinnen. Die Balken waren die absoluten Größen auf unterschiedlichen Skalen, also da war die Skala halt immer ein bisschen unterschiedlich. Die Linien waren, war das eine der per capita Wert. Ja? Also die absoluten Größen waren da drinnen. Sonst müsste ich jetzt eine Grafik raussuchen, ich könnte es am Ende zeigen. Aber ja, ich meine multipliziert mit der Population sozusagen, die genau. Gesamt. Genau. Ich könnte jetzt nochmal zurückgehen, aber ich sage da vielleicht zuerst was zu der anderen Frage. Also ich meine, gibt es eine Frage, die daraus entsteht oder nur das Interesse an, Sie würden es gern sehen? Ich zeige es jetzt noch mal kurz. So, Sie sehen es noch mal, ja? Ja. Genau. Also das sind die Balken zeigen sozusagen die rechte Skala, das ist DE, Domestic Extraction, also die Entnahme in dieser Region in Gigatonnen pro Jahr. Ja, das ist die absolute Menge. Und das, wenn ich da jetzt diese nochmal zurückgebe, kann ich das, genau. Das heißt, in den Industrieländern sind wir bei 15 Gigatonnen pro Jahr. In Lateinamerika zum Beispiel sind wir bei knappen 10 Gigatonnen pro Jahr. Ja, weniger Bevölkerung, aber sehr viel Extraktion in Lateinamerika zum Beispiel. Ja. In Asien sind wir halt bei 35 Gigatonnen so. Ist zu lesen. Ne? Und dass die Linien, das sind sozusagen die Entnahme und der Verbrauch in Pro-Kopf-Werten und das ist dann die Skala auf der rechten Seite. Ja? Okay, und dann die zweite Frage, weil das natürlich eine sehr gute Frage ist, Verzicht nach wie vor als Tabu, das ist die große Frage. Ja? Wir sehen, dass wir ein bisschen weg müssen von diesem Fokus auf das Wirtschaftswachstum, aber wir können es in ganz vielen Bereichen natürlich schwer leben, ja? Weil weniger Wachstum oder von dem Wachstum abkehren heißt natürlich immer das, was wir gewohnt sind, nicht mehr so weiter zu betreiben. Und es heißt auch, dass nicht mehr alle die gleiche freie Wahl haben für alles, was dann auch mit Ressourcenverbrauch verbunden ist. Ja. Und ich sage dann manchmal das Beispiel, selbst wir bei unserem Institut, ein wissenschaftliches Institut, wir wissen viel von der Wachstumskritik. Es fällt uns schwer zu sagen bei einem Projektantrag, na, da machen wir jetzt nicht mit, weil wir haben schon genug Projektgelder. Ja. Weil da ist ja eine Einladung, also da hängen so viele andere Dinge dran. Ja. Es fällt uns nicht leicht, dass wir sagen, wir müssen von etwas weniger verbrauchen. Aber das ist genau die Änderung von unserem Gesellschaftsmodell und von unseren Denkweisen. Es gibt schon so viele Ansätze, wo es genau darum geht, ein bisschen mehr Lebensqualität. Und das muss nicht unbedingt immer mit mehr Ressourcenverbrauch und mit getrieben durch Wirtschaftswachstum bereitgestellt werden. Ja? Also mehr Freizeit und Aktivitäten, Gesellschaft, kommunale Aktivitäten und so weiter. Da gibt es schon sehr viele Ansätze. Ich glaube, wir müssen auf die noch ein bisschen genauer hinschauen. Genau. Soll ich jetzt selber im Chat schauen? Gibt es international? Ich glaube, die weiteren Fragen können wir sammeln und dann am Ende besprechen. Ja. Wie üblich jetzt mit
dem nächsten Vortrag fortsetzen. Aber danke auf jeden Fall auch für die nochmal sehr ausführlichen Antworten. Ja, den zweiten Vortrag wird Dr. Jackl halten. Er ist von der Ausbildung her Biologe und Erdwissenschaftler. Beruflich ist er tätig im BMK als stellvertretender Leiter der Sektion 5. Darüber hinaus aber gibt es eine breite Liste an weiteren Tätigkeiten wie Aufsichtsrat bei der Umweltbundesamt GmbH oder Lektor am FH Technikum und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Uni Wien, deckt also offensichtlich auch ein sehr, sehr breites Feld ab. Und das Thema des Vortrags wird sein, die EU-Vorgaben und ihre Umsetzung wieder im Zusammenhang mit Green Deal und Kreislaufwirtschaft. Ich bitte Sie, Herr Doktor, um den Vortrag. Herzlichen Dank, Herr Christian, auch für die freundliche Einführung. Ich darf auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich begrüßen und freue mich auf den Vortrag, auf den Herrn Kollegen Bolz ersuchen, meine Präsentation hochzuladen. Ich möchte Ihnen einen Einblick geben, wie weit wir mit der Erstellung einer österreichischen Strategie für Kreislaufwirtschaft sind und möchte das natürlich tun vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung und der europäischen Instrumente. In meinem Überblick möchte ich eine kurze Ausgangslage darstellen und da kann ich auf vieles verweisen, was die Frau Professor Eisenmenger bereits gesagt hat. Ich möchte dann den Arbeitsauftrag respektive die Zielvorgabe aus dem Regierungsprogramm darstellen, möchte Ihnen einen Eindruck geben, wie wir unser Vorhaben aufgesetzt haben, mit welcher Methodik wir herangehen, was unsere zeitliche Vorgabe ist und was Sie dann orientierungsmäßig in der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie finden werden. Woran kann man Zirkularität nun bemessen? Auf der nächsten Folie da findet man dazu eine Darstellung. Man kann hier ausgehen von einer Nutzungsrate wiederverwertbarer Stoffe. Es gibt eine Reihe von Indikatoren für Ressourcenverbrauch respektive Ressourceneffizienz, genauso wie es Indikatoren gibt für die Umwelttechnikwirtschaft. Abfallindikatoren als Maß für den Konsum materieller Güter. Und wir wollen uns in unserer Kreislaufwirtschaftsstrategie auch neuen Ansätzen widmen, um vielleicht darauf zu kommen, dass die bisherigen Indikatoren vielleicht doch nicht das Gesamtbild korrekt abbilden. Vielleicht brauchen wir auch neue Maßzahlen, wie die Entropie, die uns hier vielleicht zusätzliche Orientierung geben kann. Die Europäische Union hat in ihrem, also die Kommission hat in ihrem Monitoring Framework on the Circular Economy ganz ähnliche Ansätze verfolgt und Indikatoren festgemacht. Beispielsweise bemisst die Kommission eine Volkswirtschaft daran, ob sie zirkulär ist und in welchem Umfang. Gibt es ein grünes, also ein umweltorientiertes öffentliches Beschaffungswesen? Welche Indikatoren gibt es in der Abfallwirtschaft, Lebensmittelabfälle im bereits angesprochenen Abfallmanagement? Wie sieht es mit den generellen Recyclingraten und solchen für spezielle Stoffströme aus? Wie ist denn der Beitrag von rezyklierten Materialien zum Gesamtbedarf? Wir haben hier die Grafiken von der Frau Professor gesehen. Und dann natürlich auch Indikatoren aus dem Wirtschaftsbereich in Richtung, wie schaut die Investition von privaten Investoren in Kreislaufwirtschaft aus, respektive wie sieht es mit Patenten in diesem Bereich aus? Also dieser Katalog steht uns zur Verfügung. Und jetzt noch einmal ganz kurz rekapitulierend unsere Ausgangslage auf der nächsten Folie, da gebe ich ganz kurz wieder, was die Frau Professor Eisenmenger in ihrem Vortrag ja schon viel elaborierter dargestellt hat, nämlich, dass wir einen Gesamtenergieverbrauch auf der nächsten Folie bitte von 167 Millionen Tonnen haben und dieser Materialverbrauch überproportional, nämlich zu 57% sich aus den nicht metallischen Mineral
Rohstoffen speist. Das heißt, in a nutshell sind wir in Österreich beim inländischen Materialverbrauch, beim Materialfußabdruck und bei einem anderen wichtigen Indikator der Bodenversiegelung über dem EU-Schnitt und müssen hier prioritär ansetzen. Im nächsten Bild wird die Frage gestellt, wie zirkulär ist Österreich? Wir haben eine gut ausgebaute Recyclingwirtschaft, auch die Wirtschaft, die sich primär mit Umwelttechnologie auseinandersetzt, ist exzellent entwickelt. Aber es gibt natürlich einen Bedarf auszubauen, vor allem im Repair, Reuse, Refurbish oder auch im Dienstleistungssektor. Jetzt, wenn ich das nächste Bild haben könnte, jetzt nicht primär an Banken, Versicherungen und die klassische Dienstleistungswirtschaft gedacht, sondern Geschäftsmodelle zu forcieren, die vom Produktabsatz Richtung Dienst- und Dienstleistungsabsatz gehen. Wir haben hier ein Geschäftsmodell in Österreich entwickelt und in den letzten 15 Jahren forciert, das international sehr erfolgreich ist, Chemical Leasing. Da wird nicht mehr Reinigungsmittel verkauft, sondern gereinigte Fläche. Und es verlieren sämtliche Akteure in der Wertschöpfungskette das Interesse an maximiertem Produktabsatz. Im Gegenteil, Ressourceneffizienz wird in diesen dienstleistungsorientierten Geschäftsmodellen auch für den Hersteller der Produkte zu einem ökonomischen Motivationsfaktor. Hier möchten wir ansetzen und uns ist klar, dass es einen sehr großen Handlungsbedarf bei der Reduktion des Verbrauchs von Primärrohstoffen gibt. Am nächsten Bild ist zusammengefasst, wie der Arbeitsauftrag von der Frau Bundesminister an uns aussieht, der sich natürlich an das Regierungsprogramm anlehnt. Es wird einfach spezifiziert, dass wir von den Grenzen unseres Naturraums auszugehen haben. Und wir begreifen Kreislaufwirtschaft eben als einen Gesamtprozess, einen transformatorischen Prozess, der auch nebenbei gesagt für die Bekämpfung des Klimawandels ganz wesentlich ist. Ohne eine Etablierung einer Kreislaufwirtschaft ist an eine Erreichung der Klimaziele gar nicht zu denken. Ungefähr die Hälfte, 45%, hängt davon ab, ob es gelingt, die Wirtschaft zirkulär zu gestalten. Natürlich müssen wir uns bei der Erstellung unserer Strategie nicht nur an die auch schon erwähnten Sustainable Development Goals halten, sondern auch die Instrumente des europäischen Green Deals bestmöglich nutzen. Welche Governance-Struktur haben wir diesem Projekt gegeben? Das sieht man im nächsten Bild. Es gibt eine Steuerungsgruppe, wo auch das Kabinett der Frau Bundesminister eingebunden ist. Der Kollege Czulek macht die operative Koordination und die Kollegin Spira, die in diesen Tagen vom Bundesamt in unser Haus gewechselt ist und dort die Innovationssektion leitet, macht das Quartett dieser Steuerungsgruppe voll. Wir greifen natürlich auch die Expertise von unserem Haus dazu und haben mit der Österreichischen Gesellschaft für Umwelttechnik und dem Umweltbundesamt zwei operative, starke Institutionen, die bei den bisherigen Schritten ganz wesentlich mitgeholfen haben und die bisherigen Formate bespielt haben. Mit welcher Methodik arbeiten wir? Das möchte ich Ihnen gerne im nächsten Bild zeigen. Wir haben also die Taking-Stock-Phase hinter uns. Seit Beginn dieses Jahres, also seit Beginn des letzten Jahres, arbeiten wir schon an den Grundlagen intern, haben dann eine breite Online-Befragung von Stakeholdern über die ÖGUT durchgeführt. Hier galt es, ein Ausgangsbild zu entwickeln. Was erwarten sich maßgebliche Kreise, Expertinnen und Experten von einer derartigen Strategie? Was finden die maßgeblichen Spielerinnen und Spieler für wichtige Ansätze? Wo sind Beiträge? Was können Leuchtturmbeispiele sein?
Dieses erste Bild haben wir in spezifischen Interviews und Workshops vertieft, sind dann mit betroffenen Institutionen und Personen wirklich in die einzelnen Stoffströme und in die einzelnen Instrumente hineingegangen, haben einen operativen Zwischenbericht erhalten und arbeiten jetzt an laufenden Entwürfen für die Strategie selbst. Wir werden sie einer effektiven Begutachtung unterziehen, so wie ein Gesetz oder eine Verordnung einer Begutachtung unterzogen wird, wird der Strategieentwurf in diesem Quartal gesamtösterreichisch einer Begutachtung unterzogen. Dann werden wir den Endbericht erstellen, die Endstrategie entwerfen und an der Wende 2021/22 wird der Ministerrat unsere Kreislaufwirtschaftsstrategie beschließen, die ein Startpunkt sein soll. Damit ist natürlich noch nicht viel mehr erreicht als der Pfad vorgegeben und die Etappenziele und natürlich auch die generelle Zielvorstellung formuliert. Aber es wird der Start eines Prozesses sein. Wir werden die Begleitung der Strategie auch institutionalisieren, sodass die nächsten Jahre davon gekennzeichnet werden, wie Österreich diese Strategie umsetzen kann und damit in Richtung Zirkularität geht. Welchem Zeitplan folgen wir? Sieht man auf dem nächsten Bild. Wir haben eben die Stakeholder-Befragung, Workshops, Interviews bereits hinter uns, sind dabei, einen ersten Entwurf fertigzustellen, den wir dann in einer Begutachtung kommentieren lassen, die Resultate einarbeiten und an der Jahreswende werden wir die fertige Strategie präsentieren. Wovon gehen wir aus? Welche Zielformulierungen können Sie sich erwarten? Auf dem nächsten Bild ist dargestellt, wie wir agieren werden. Wir möchten, und das tangiert etwas diese Verzichtsfrage, ich glaube, die Grundbedürfnisse selbst sind kaum zu hinterfragen, aber die Art und Weise, wie wir sie erfüllen, muss sich ändern, um eine zirkuläre Wirtschafts- und Konsumgesellschaft erreichen zu können. Wir möchten uns eben bei der Bedeckung dieser Bedürfnisse auf die Leistungen, auf die Services konzentrieren. Und wenn Produkte notwendig sind, dann ist deren Erstellung und deren Lebenszyklus eben mit der maximalen Effizienz und der maximierten Lebensdauer zu erbringen. Derartige Leistungen sollte man begreifen als Wohnen, Wärme, Licht, Mobilität, Ernährung etc. Und wir wollen zu jedem einzelnen Strang, den die Strategie abbildet, das sind einerseits, auf das werde ich noch kommen, angelehnt an den europäischen Circular Economy Action Plan, einzelne Stoffströme oder Produktströme und jeder dieser Stränge wird mit einer Ausgangslage spezifiziert sein, mit einem Ziel versehen, auch mit einem Leuchtturmbeispiel, an dem man in der Praxis sieht, wohin soll die Reise gehen. Und dann werden verschiedene Instrumente dargestellt werden, die diesen Pfad ermöglichen sollen. Das können rechtliche Instrumente, Positionierungen in EU-Prozessen sein, fiskalische Werkzeuge oder auch Förderschienen. Auf dem nächsten Bild sieht man die weitere Entwicklung dieser Ausrichtung. Zu den europäischen Instrumenten, der Green Deal wurde erwähnt, aber auch der Circular Economy Action Plan der Europäischen Union gibt uns hier eine Messlatte vor. Hier werden eben einzelne wichtige Stoffströme oder Produktströme wie Elektronik, Batterien, Verpackungsmaterialien, Kunststoffe, Textilien, Konstruktion, also Baumaterialien oder Nahrungsmittel explizit analysiert und im Hinblick auf ihre Potenzial zur Zirkularität untersucht. Natürlich gilt der Abfallwirtschaft ein besonderes Augenmerk. Nur sollte das Ziel einer Kreislaufwirtschaft sein, gerade die Stoffströme, die zu Abfall werden, möglichst zu minimieren. In Österreich haben wir eine sehr gut entwickelte Abfallwirtschaft, nur in dem System ist einfach viel zu viel Material. Man hat uns auch viel zu lange, glaube ich, glauben macht lassen, dass es gut ist, wenn wir Sammelwelt
Weltmeister an Papier, Glas, Kunststoff etc. sind. Hier muss eigentlich ein neues Denken eingreifen, dass es eben darauf ankommt, Ressourcen bestmöglich einzusetzen, sodass die Abfallentstehung schon minimiert wird. Sollte Abfall aber natürlich unvermeidlich sein, gilt es hier, bestmögliche Technologien anzuwenden, um Abfälle wieder in den Wertstoffkreislauf zu bekommen. Ganz wichtig und viel an Arbeit fließt momentan in die Abstimmung mit anderen europäischen Strategien. Die sind ja, auch wenn sie sich nicht widersprechen, haben sie doch ganz unterschiedliche Ausgangspositionen und auch Richtungen. Hier sind wir sowohl innerösterreichisch dabei mit anderen strategischen Prozessen. Sie wissen, es wird eine Rohstoffstrategie des BMLRT geben, des Landwirtschaftsministeriums. Es gibt eine Standortstrategie des Ministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Hier ist eine Arbeit, die ich auch selbst in großem Umfang mache, eine Abstimmung zwischen diesen strategischen Prozessen vorzunehmen, sodass klar wird, welche Strategie hat welche Flughöhe, welche Detailtiefe und auch welches Alleinstellungsmerkmal, sodass auch den Betroffenen klar ist, welche Strategie hat hier welche Bedeutung und welche Ansätze. Ein Etappenziel auf der nächsten Folie haben wir bereits erreicht. Das ist ein Vorteil, den wir in dieser neuen Ressortkonstellation zweifellos haben. Wir können Forschungsbedarf relativ rasch durch spezifische Initiativen abdecken und hier Impulse setzen. So geschehen mit unserer Forschungs- und Technologieinitiative Kreislaufwirtschaft von unserer Innovationssektion eben schon auf die Schiene gebracht. Dieser Forschungsschwerpunkt wird sicher verlängert und auch massiv ausgebaut werden. Es ist uns ein Anliegen, sämtliche Stakeholder bestmöglich einzubinden. Das ist bisher mit verschiedenen Modulen geschehen. Das wird noch intensiviert werden. Und wie gesagt, der Abschluss der Kreislaufwirtschaftsstrategie ist eigentlich erst der Startschuss eines langen gesellschaftlichen Transformationsprozesses, der mit kommendem Jahr seinen Beginn haben wird. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke auch Ihnen, Herr Doktor, für den interessanten und informativen Vortrag. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir uns da auch als Stakeholder dann beteiligen können dürfen. Würde uns sehr freuen. Das würden wir gerne tun. Ausgezeichnet. Es gab im Chat jetzt eine weitere Frage, die würde meiner Meinung nach aber auch gut in die Diskussionsrunde quasi am Ende passen. Und einen Link zu einem YouTube-Video, das sich offensichtlich mit der Wiederverwertung von Rohstoffen beschäftigt. Wenn das wen interessiert, findet er diesen Link im Chat. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, gibt es drängende Verständnisfragen, die sofort beantwortet werden müssen? Das dürfte nicht der Fall sein. Dann würde ich mich jetzt nochmal bei Ihnen, Herr Doktor, bedanken und gleich zum dritten und letzten Vortrag kommen. Professor Wimmer wird zu Produktdesign Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft vortragen. Wie perfekt er dafür geeignet ist, sieht man sozusagen an einem Kurzauszug aus dem Lebenslauf. Er arbeitet seit 1996 zum Thema umweltgerechte Produktgestaltung und hat zahlreiche Forschungs- und Industrieprojekte zu diesem Thema oder in diesem Themenbereich geleitet. 1999 dann in Konstruktionslehre und Systems Engineering promoviert und unterrichtet seit 2002 an der TU Wien, unter anderem jetzt aktuell zu Produktentwicklung, Innovation und Ecodesign. Das führt mich auch sozusagen gleich weiter zu seiner zweiten beruflichen Schiene. Er hat 2005 als einer von dreien die Ecodesign Company gegründet und darüber hinaus ist er auch als Autor von Fachbüchern tätig und erfolgreich. Ich würde Sie, Herr Professor, dann einfach um Ihren Vortrag bitten. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier an diesen Fachdialog und vielen Dank an Sie alle für Ihr Interesse. Gerne komme ich dem jetzt nach und
werde meinen Vortrag hier zeigen. Sehen Sie meine Folien? Ja. Ja, das ist schön. Ja, also vielen Dank, Sie haben mich ja schon perfekt vorgestellt. Sie haben mich ja schon perfekt vorgestellt. Nicht mehr viel zu sagen, eben außer, dass wir in dieser Zweierkonstellation eben mit Forschungsfragen zu diesem Thema, also auch konkreten Umsetzungsfragen beschäftigen. Wir dann immer analysieren, verbessern, kommunizieren diese Dinge. Zusätzlich habe ich noch 500.000 Mitarbeiterinnen im Wienerwald, vor allem weibliche. Ja. Und da kann man sehr viel lernen. Ja. Was ist Energiemanagement, optimierte Transportwege, Heizen, Kühlen, aber auch Rohstoffverwertung. Und das ist ja heute unser Thema. Aus drei Rohstoffen, helfen Sie mir, was sind das? Ja, Pollen, Nektar und Wasser machen die Baustoffe, Nahrung, Medizin, Kinder. Nahrung. Ja, also alles können diese wunderbaren Tiere aus wenigen Rohstoffen machen. Und sie agieren auch in Abhängigkeit der Rohstoffverfügbarkeit. Das ist auch irgendwo interessant. Das kennen Sie schon, das war jetzt nur so ein bisschen sicherheitshalber ein paar Folien. Aber wir haben das schon viel besser jetzt eigentlich präsentiert bekommen. Da war die Frage, wie geht es eigentlich mit den Gesamtwerten? Da haben Sie Ihre Millionen Tonnen sind es, also 90.000 Millionen, also können Sie dann ausrechnen, wie das ist. Also Sie sehen, die Kurve geht nach oben, so wie wir uns das heute seit 1970 vorgenommen haben, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit durchzuschleusen durch ein System und daraus halt Produkte zu machen, die zu verkaufen und so schnell wie möglich wieder durch ein neues zu ersetzen. Und die Gegenkurve sehen Sie heute dann beim Oberschutte, das kennt ja auch jeder da, das brauche ich ja nicht zeigen, ich zeige es trotzdem. Wir sind da irgendwo im August gelandet, Earth Overshoot Day, also im 1970 war es noch Ende Dezember, jetzt sind wir sozusagen mit den Ressourcen, die da unser Planet zur Verfügung steht, schon im August fertig. In Österreich sind wir schon am 7. April fertig mit dem Ganzen und das Ziel ist natürlich möglichst auf den 2. Jänner zu kommen. Nein, das war natürlich jetzt nicht so. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl. Ja. Gleichzeitig haben wir immer weniger von wichtigen Dingen. Ja. Also hier hätten wir das Beispiel von Indium. Das braucht man vielleicht dort und da. Da haben wir einen jährlichen Verbrauch von 500 Tonnen. Ja, das ist ja nicht so viel. Ne. Der 40-Tonnen-LKW, wenn da 12 LKW an der Autobahn vorbeifahren, dann wäre es das schon wieder, ja. Okay, das ist der weltweite jährliche Verbrauch, also das kann nicht so schlimm sein. Es gibt aber weltweit nicht mehr so viel und da können Sie jetzt einmal durchdividieren, wie lange das Spiel noch geht. Bei anderen Rohstoffen ist das nicht unähnlich. Ja, da könnte man auch wieder einen eigenen Vortrag dazu machen. Und das haben wir uns noch nicht so angeschaut. Das sind also jetzt die Megatonnen, 53 Megatonnen. Globaler Elektronikschrott, in dem, wie er ausgeführt wurde, nur ein geringer Teil gesammelt und rezykliert wird. Und das ist sozusagen die Umgebung, in der wir uns da jetzt befinden. Diese Zahl haben wir auch schon gehört heute, dass wir mit 19 Tonnen, ich denke, es ist schon, also wir haben es ja auch besser erklärt bekommen, dass es dann Hintergrundverbräuche gibt. Vielen Dank dafür. Aber diese 19 Tonnen, ne, das könnte man ja auch sagen. Ja, also wie jetzt 19 Tonnen pro Jahr, jetzt dividieren wir es nochmal durch 365, das ist 52 Kilo pro Tag, jetzt dividieren wir es nur durch 24, dann sind wir bei 2, sagen wir. Ne? 2 Kilo jede Stunde. Jede Stunde, jeder von uns 2 Kilo Ressourcenverbrauch. Und das ist also schon eindrücklich. Ne? Und ich glaube, das ist noch keiner Generation in dem Umfang gelungen. Das in dieser Dimension von 2 Kilo die Stunde da zu verbrauchen. Die Kollegin Eisenmenger hat uns ja erklärt, dass das ja gar nicht 19, sondern in Wahrheit 33 Tonnen sind. Also das muss uns erst einmal erinnern. Und hier müssen wir schon aufpassen.
dass wir hier das nicht übertreiben. Beziehungsweise, das ist eh hoffentlich allen klar. Und da können Sie noch die Projektionen, wie das weitergehen wird, anschauen, wenn es so weitergeht, wie wir es denn so vorhaben. Ja. Dann haben wir halt eine Kurve, die uns dann Richtung 2050 von den aktuellen, sagen wir, 90.000 Tonnen, also die 90 Gigatonnen auf die 177, also sagen wir halt eine Verdoppelung noch an dem Materialverbrauch. Ja, dann sind wir aber wirklich wahrscheinlich beim 2. Jänner vom Earth Overshoot Day und bei den CO2-Emissionen schaut es dann auch nicht mehr so ganz gut aus, weil dann haben wir wirklich die 3 bis 6 Grad mehr. Und das muss uns schon klar sein. Also ein Weiter wie bisher kann es nicht geben. Und darum bin ich auch froh, dass es eben diese Ansätze hier gibt, wo man halt etwas tut. Ja? Und was man in der Produktentwicklung tun kann, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Ja, das ist die Frage, ne? Ob wir uns intelligenter verhalten wie die Hefen. Also den Honig meiner Bienen, ja, den verkehre ich dann zu einem schönen Honigwein. Da brauche ich Hefen. Ja. Was machen die? Sie stürzen sich auf alle Ressourcen, die da sind, brauchen die auf und sterben an der Mission. Nämlich an dem, was sie selber erzeugen. Ja. Das ist halt Alkohol. Ja. Gleichzeitig gibt es jede Menge CO2-Emissionen, wie wir wissen. Und es ist noch ungeklärt, ob wir uns intelligenter verhalten wie die Hefen. Ich hoffe es. Ja, aber wir werden es ja sehen. In der Tat verstehen wir in der Produktentwicklung Kreislaufwirtschaft ein bisschen breiter. Also es ist eben nicht nur der große äußere Kreis mit dem Rezyklieren, sondern da gibt es schon noch andere Dinge, die sehr vorteilhaft hier angewendet werden können, wenn es darum geht, diese eingesetzten Ressourcen, die einmal eingesetzten Ressourcen möglichst auf hoher Wertebene zu verwenden, wiederzuverwenden, weiterzuverwenden. Dann sind wir bei Remanufacturing, also das Zurückführen in die Produktion, gebrauchte, verwendete Komponenten wieder einzusetzen, die Wiederverwendung, beziehungsweise auch die Reparatur. Und diese Dinge sollten wir schon auch im Auge behalten, denke ich. Da ist ein großes Potenzial. Wenn man das mit diesem Value Heal, der da üblich ist, darstellen will, dann entnehmen wir irgendwo Ressourcen, wenn Sie das ganz links bei den drei Kunden mit mir schauen wollen, machen daraus was, Manufacturing, Herstellung, bringen das irgendwo hin, Distribution. Und dann ist ein Wert entstanden, ein Wertaufbau. Ja, da kann man natürlich sagen, okay, dann aber so wie Kollege Erkel das jetzt gesagt hat, wenn Produkte dann ressourceneffiziente Herstellprozesse, überhaupt Überlegungen, wie kann das Produkt mit möglichst einen guten Umweltperformance hier entstehen. Ja. Dann die Wertnutzung, ja, das aufgebaute Wert, möglichst lange, nicht nur 2 Jahre Garantie und 1 Monat. Und dann auch eben im Sinne der Wartung, im Sinne der Reparatur, eine möglichst lange Wertnutzung. Und dann, wenn es denn dann soweit ist, dass es downhill geht, der Wertabbau, der eben auch in Kreisläufen passiert, so wie vorhin gezeigt. Und da gibt es schon ein paar Dinge, die sind interessant. Die kann man hier sich vorstellen. Also das sind einmal die Materialien, die kreislauffähigen, die Produktionseffizienz, Ecodesign im breitesten Sinne anwenden, langlebige, modulare Bauweise, aber auch das, was angesprochen wurde im vorgegangenen Referat, hier mit Dienstleistungskonzepten etwas zu machen. Dass man eben weggeht von dem Verkauf der Produkte hin zum Anbieten von Dienstleistungen, weiß ja auch jeder. Ne? Aber könnte man sich überlegen. Und was das nämlich dann wieder, ich zeige das an einem Beispiel, wieder Auswirkungen für die Produktentwicklung hat. Wenn eben das Ziel nicht mehr ist, das Produkt zu verkaufen, sondern es eben als Nutzen, Dienstleistung anzubieten.
Und dann haben wir Wiederverwendung, Remanufacturing, Refurbishment, Recycling, wie vorhin angesprochen. Ich bringe Ihnen da diese Bilder, glaube ich, kennt jeder. Hochwertige, langlebige Werkzeuge, die eben nicht mehr nur verkauft werden, sondern wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine 24-Monate-Baustelle, brauche folgende Werkzeuge und die lese ich vom Hersteller. Der Hersteller sagt, ja, da sind sie, inklusive Versicherung, und werden dann wieder zurückgenommen, wenn eben die Baustelle fertig ist, der Vertrag. Also das ist, und dann gehen die natürlich wieder in die, werden aufgearbeitet. Ja, weil die Welt, die hat ja, weiß ja genau, welche hochwertigen Komponenten da drinnen sind und gehen dann auch gleich wieder in die in das Leasing, beziehungsweise wenn sie eben eine Reparatur brauchen, wenn sie repariert. Auf jeden Fall, der Kunde, die Kundin haben eben hier die Werkzeuge zur Verfügung, die sie brauchen, ohne sie gekauft zu haben. Pay-per-Looks von Philips, glaube ich, auch bekannt als ergebnisorientierte Dienstleistung, das andere eine nutzenorientierte Dienstleistung, das wäre jetzt eine ergebnisorientierte. Philips verkauft eben keine Leuchtmittel, sondern stellt eben den korrekt beleuchteten Amsterdam am Flughafen zur Verfügung. Also verkauft Lichtleistung. Und das in einem Contracting-Modell, wo eben festgelegt ist, na, dann hat Philips natürlich das Interesse hier, Licht als Service anzubieten. Und die Leuchtmittel dazu sind dann nur mehr Mittel zum Zweck, bleiben auch im Eigentum Philips. Und wieder geht eine große, weite Möglichkeit auf, was man in der Produktentwicklung machen kann. Und dann gibt es natürlich da jede Menge Wertschöpfungspotenziale. Und da wäre ich dann schon froh, wenn wir uns dann in ein paar Jahren noch einmal treffen, wenn wir dann doch sehen, hoppala, eine Entkopplung ist doch möglich gewesen. Einsparen aus dem Rückgewinn und Entsorg der Produkte und Ressourcen. Ressourcensparende Produktion. Wertige, langlebige Produkte mit hoher Funktionalität. Erlöse aus Verbrauchsmaterial, Ersatzteilangebot für Reparatur etc. Erlöse aus Serviceverträgen, wie eben angesprochen, die eben dann nicht mehr notwendigerweise bedingen, dass hier große Mengen an Produkten verkauft werden. Auch neue Kundensegmente durch einen leichteren Zugang zu diesem Produkt. Also, ja, sollen wir uns da jetzt diese hochwertigen Werkzeuge kaufen? Nein, wir kaufen sie gar nicht. Wir nutzen sie nur, wir zahlen die Nutzung. Das ist ein anderer Zugang. Erlöse aus der Leistungserbringung, Contracting, haben wir gesagt. Auch die verarbeiteten Produkte, die wieder aufbereiteten Produkte, ebenfalls ein eigener Markt, der sich hier auftut. Und wie komme ich jetzt dahin? Darf ich vier Schritte nennen? Wie funktioniert das mit einem kreislauffähigen Produkt? Also zunächst muss ich einmal verstehen den Lebenszyklus. Dann muss ich eine Strategie finden, D4R, die Design for Recycling, Reuse, Remanufacturing und so weiter. Dann muss ich das Produkt entsprechend auch verbessern, aber auch mir ein neues Geschäftsmodell überlegen. Und das ist der Spannende daran. Also welche Lebenszyklusphase ist hier relevant? Geht es um ein herstellintensives Produkt? Geht es um welche Komponenten eignen sich eigentlich für die kreislauffähiges Produktdesign? Also beim Bürostuhl sind hier 30% Herstellkosten im Fußkreuz. Also wenn es jetzt gelingt, das Fußkreuz zurückzunehmen, das wurde ja gemacht, dann habe ich 30% Herstellkosten. Das ist ja nicht, das sind ja nicht 2 Cent pro Teil, das sind ja 30% Herstellkosten. Und wenn es mir gelingt, das jetzt so zu machen, ist nicht so schwer, das so zu entwickeln, dass ich es eben testen kann, eine neue Oberfläche bekommt das Ganze, kann ich schon wieder einbauen. Dann muss ich eben verstehen, wo ist da jetzt, wo drückt der Schuh, wo kann ich verbessern, wie kann ich das eben jetzt machen. Und dann eben auch die entsprechende Strategie. Wie schaut es aus? Wo sind die werthaltigen Komponenten? Welche können wiederverwendet werden? Welche können zurückgehen in die Aufarbeitung? Welche können, wie komme ich wieder dran an die Sache? Dazu haben wir einige Tools entwickelt, also die können Sie dann anschauen, um diese Strategien zu finden. Sind ziemlich coole Tools geworden, in EU-Projekten entwickelt von den Mitarbeitern. Und die geben hier schön die Richtung vor.
wie komme ich dahin, was kann ich erkennen und wo gibt es Potenzial. Und dann natürlich Produktverbesserung. Was sind die relevanten Teile und Komponenten? Wovon kann ich ausgehen? Welche Überlegungen in der Produktentwicklung kommen da zum Einsatz und wie viel funktioniert das Ganze? Designmaßnahmen auf der obersten Ebene lese ich jetzt nicht vor, aber die sind, glaube ich, ohnehin allen vertraut. Und diese Dinge dann zu erkennen, zur Umsetzung zu bringen, ist natürlich immer eine entsprechende Herausforderung, aber es ist möglich. Es ist absolut möglich. Und dann geht das natürlich zusammen mit der Frage, ja, wie schaut jetzt unser Geschäftsmodell dazu aus? Können wir ein anderes Geschäftsmodell finden, dass wir hier tatsächlich hinkommen, dass wir das entkoppeln, dass wir eben nicht mit hoher Geschwindigkeit Ressourcen in Produkte verwandeln und die dann so schnell wie möglich verkaufen, um wieder neue Produkte zu machen, weil da ein neues Feature und so weiter. Sondern wie kann man das machen? Also diese vier Schritte: Lebenszyklus, Strategie, Produkt verbessern, Geschäftsmodell anpassen und die jeweiligen Strategien dazu, was eignet sich hier im Sinne des Wertaufbau, Nutzung, Werterhalt und die zugehörigen bzw. zugehörigen Maßnahmen. Machen wir ein Beispiel. Philips, jetzt Speech Processing, ist in Wien, macht hochprofessionelle Diktiergeräte. Und da konnten wir über 10 Jahre die Begleitung machen. 2008 hat es so ausgeschaut, 2013 hat es so ausgeschaut und 2019 hat es so ausgeschaut. Meine, Sie sagen, ja, das schaut ja eh ähnlich aus. Also, ja. Aber vielleicht schauen wir ein bisschen genauer hinein. Also von 8 auf 13 wurde einmal mit einem klassischen Eco-Design-Ansatz der Product Carbon Footprint reduziert. Das können Sie sagen, ja, das ist ja nicht so viel. Ich meine, das sind immerhin 80%, aber doch über die 4 Jahre 38.000 Tonnen CO2-Äquivalente durch dieses kleine, unscheinbare Produkt von 100 Gramm. Also das war schon okay. Dann war die Frage, okay, wie geht es weiter? Und dann war klar, also es geht eigentlich weiter mit, also da ist ja nicht mehr viel zu holen. Jetzt geht es am Produkt selbst. Jetzt geht es eigentlich darum, wie kann man ein kreislauffähiges Produkt entwickeln und natürlich auch, wie kann das ein nutzenorientiertes Service werden, so wie vorher gezeigt. Und damit die Frage, wenn es ein nutzenorientiertes Service ist, ja, wer bleiben wir ja, also, ja, aber Speech bleibt ja, der Hersteller bleibt ja Eigentümer. Und dann ist die Frage, wie funktioniert Remanufacturing, Refurbishment, wie kann das aufgearbeitet werden, wie kann das wieder zurückkommen? Und was heißt das eigentlich für so ein Elektronikgerät? Die sind 4 Jahre im Einsatz, da tut sich ja viel. Kann man trotzdem hier etwas machen? Wenn ja, was genau? Na gut, dann wurde heute einmal überlegt, welche Teile eignen sich für Recycling, gut. Für Reuse, Wiederverwendung, ist schon interessanter, beziehungsweise für Remanufacturing. Und das war dann die spannendere Frage, ja, die wir in einem EU-Projekt gemeinsam mit vielen anderen lösen konnten. Wir haben halt dieses eine Fallbeispiel hier betreut, ja, wo auch das Geschäftsmodell hinterfragt wurde. Und wenn wir uns ehrlich sind, keiner will das besitzen. Es will es ja eigentlich nur jeder nutzen, weil Nutzen heißt ja auch schlussendlich nicht nur zu diktieren, sondern das Ausschreibeservice dahinter und dann das verschriftlichte Dokument. Und das zusammen in einer Cloud-Lösung anzubieten, war dann natürlich das Gebot der Stunde. Und damit bleibt es im Eigentum des Herstellers. Und es kommt zurück, natürlich. Und damit ist auch eine Aufarbeitung möglich. So, jetzt kommt sie daher, diese unschwer zu erkennen, dass bei diesem Produkt die Leiterplatte mit den wesentlichen Komponenten, dem Mikrocontroller, dem Flash Memory und dem digitalen Signalprozessor, das sind die Haupttreiber für die Umweltperformance. Weil natürlich da jede Menge Ressourcen, Energie und so weiter in der gesamten Wertschöpfungskette drinsteckt.
Und jetzt war die Frage, was tun wir mit diesem Gerät? Das ist ja jetzt nicht mehr zeitgemäß, sagen wir. Und dann war die Frage, können wir an die Komponenten wieder rankommen? Können wir die abhören? 128 Klötpunkte pro Mikrocontroller. Können wir die thermische Belastung dem zumuten? Und siehe da, es geht. Ja? Man kann das machen. Man kann sich dann auch überlegen, wie schaut das jetzt aus in einem zweiten und dritten Produktleben? Wie komme ich noch einmal entsprechend runter? Und wie kann ich dann auch anders noch an die Sache rangehen? Da war ja auch AT&S, der größte Leiterplattenhersteller Europas, sitzt in Steiermark. Leon, wie kann ich jetzt ein bisschen vorausdenken und sagen, na gut, welche Komponenten wird denn das nächste und übernächste Gerät haben? Und wenn Sie sagen, na gut, 230 Volt Steckdose und 5 Volt Gerät wird sich nicht ändern. Also wird es ein Power-Modul, einen AC-DC-Wandler, Wechselstrom auf Gleichstrom, jedenfalls bedürfen. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir dieses Modul als eigenes Modul mit der Technologie von AT&S, Embedded Component Packaging, wo eben die Komponenten nicht mehr notwendigerweise nur aufgelötet sind und auch zwischen den Leiterplatten drinnen sind, ist egal, ein relativ robustes Modul. Und das ist dann eines, das man auch so, wie es ist, wiederverwenden kann. Und da ergeben sich natürlich dann andere Überlegungen, andere Möglichkeiten. Wie gesagt, zusammen gedacht werden muss das Produktdesign und das Geschäftsmodell und aus dem heraus die Möglichkeit hier aktiv zu werden. Im Sinne von Design for Circularity oder diese engeren Kreisläufe, Remanufacturing, Reuse, Wiederverwenden von Komponenten, dann auch entsprechend umzusetzen. Da haben wir natürlich auch wieder relativ viele Tools und Unterstützung. Also es ist eigentlich, das Wissen ist eigentlich da, es wartet und wartet und wartet und wartet auf die Anwendung. Die Anwendungsbeispiele sind auch da. Ich denke, man kann sich da einiges anschauen. Es gibt viele Firmen, die da jetzt schon etwas machen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, gut, wie schaut es eigentlich mit der Ressourcenverfügbarkeit aus? Ich glaube, ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass die Automobilindustrie zum Teil Kurzarbeit angemeldet hat, dass es einen Chip nicht gibt, der von einer Firma aus Taiwan kommt. Und dann kann man sich schon auch die Frage stellen, wie gehen wir mit sowas um? Und das war ein bisschen zu schnell, aber vielleicht ist es auch Zeit aufzuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke, wir können uns jetzt zur fortgeschrittenen Stunde ein bisschen rein, hier ohne Klein vorzugsweise genehmigen. Und zu diesem Zweck möchte ich mich auch in den Weinkeller zurückziehen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag, die auch durchaus sehr unterhaltsame Präsentation von interessanten Ansätzen und Wegen in Richtung Kreislaufwirtschaft. Ich werde leider schon so alt, dass ich es nicht fix versprechen kann, mich dann zu erinnern, aber ich werde mich bemühen, in 10 Jahren daran zu denken, dass wir in einem ähnlichen Fachdialog schauen, was davon wirklich umgesetzt worden ist, beziehungsweise wo am Weg wir uns dann befinden. Wird mich sehr freuen auf jeden Fall. Im Chat gibt es im Moment auch nur eine weitere Frage. Drum jetzt wieder einmal so in die Runde. Gibt es eine drängende Verständnisfrage? Der oder die Nutzerin Kurtu hat die Hand gehoben. Bitte um die Frage. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Ungier Kurt. Ich bin schon seit vielen Jahren Teilnehmer am Fachdialogen und habe mich vor über 30 Jahren begonnen, mit einem Pilotprojekt zu beschäftigen, nämlich der Verwertung von Alttelefonen.
und habe da gewisse Erkenntnisse auch gewonnen, die sich hier widerspiegeln. Aber ich hätte insbesondere eine Frage an den Herrn Professor Wimmer und an den Herrn Dr. Jackel. Was halten Sie von einer Rücknahmeverpflichtung? Und zwar, ich bin der Meinung, dass wir eine Kreislaufwirtschaft nur dann hochwertig betreiben können, wenn eine Rückführung entlang der Wertschöpfungskette erfolgt, weil ich nur dann sortenreine Rohstoffe gewinnen kann, die ich wieder für neue Produkte einsetzen kann. Und ich verstehe eigentlich das nicht, dass das bis heute nicht kommt. Und auch bei den Verpackungen ist es ja ähnlich. Da wird schon seit Jahren über einen Pfand diskutiert. Und ja, also ich kann das nicht verstehen, dass da hier in der Weise politisch nichts passiert. Danke. Ja, war die Frage an mich jetzt gerichtet? Oder an Sie ich? Und den Dr. Jackel, ja. Aha. Ja, na, also ich halte von Rohstoffrückgewinnung im Mobiltelefon gar nichts, wie Sie ja vielleicht aus dem Vortrag genommen haben, sondern wenn, dann auf Komponentenebene. Und von einer Rücknahmeverpflichtung halte ich eigentlich sehr viel davon, weil ja die Nutzungsdauer wesentlich kürzer ist wie die Lebensdauer des Produktes. Und das würde sich ja aufdrängen, beziehungsweise wird ja auch schon gemacht von jetzt halt Dritten, die nicht Hersteller sind, die dann diese Mobiltelefone wieder in den Verkehr bringen. Als Refurbed, als Beispiel einer Firma in Wien, die das sehr, sehr erfolgreich macht für lauter Elektronik. Die regulatorischen Fragestellungen kann jemand anderes viel besser bewerten. Also meine persönliche Meinung ist, dass man viel mehr mit Pfandlösungen hier arbeiten sollte. Aber wie Sie ja auch an der laufenden Diskussion um Einweg- und Mehrwegpfand sehen, gibt es hier massive politische Widerstände. Das heißt, es gelingt uns einfach viel zu selten, das, was fachlich notwendig und richtig ist, auch gegen gewisse Widerstände umzusetzen. Wir werden dann, also man wird dann oft vertröstet mit anderen freiwilligen Ansätzen. Und wenn man die analysiert, kommen sie über den normalen technischen Fortschritt kaum hinaus. Wir hoffen, dass man mit unserer Kreislaufwirtschaftsstrategie hier eine Umfeldänderung schaffen. Ja, dass wir einfach auch vielen Wirtschaftskreisen mit Ansätzen zeigen können, wie sie der Herr Professor dargestellt hat, ja, dass es durchaus erfolgreiche Beispiele gibt, wie Leasing-Contracting-Modelle wirtschaftlich hochprofitabel umgesetzt werden können. Aber dann muss man halt, und das war, glaube ich, im Vortrag sehr deutlich zu sehen, dann muss man halt auch an der Produktqualität und am Geschäftsmodell ansetzen, ja, und auch am Produktkonzept. Wir sind da, glaube ich, erst am Beginn einer Reise. Ich verstehe Ihre grundsätzliche Sympathie für Rücknahmeverpflichtungen, kann die auch zu einem großen Teil nachvollziehen und gerade im Verpackungsbereich unterstütze ich Sie persönlich auch, unser Haus natürlich auch, aber wir stehen hier einfach vor gewissen massiven Widerständen und also am Engagement unserer Ministerin liegt sicher nicht, dass es das noch nicht gibt. Dankeschön. Ja, auch ich danke natürlich für die Antworten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt der Reihe nach die Fragen aus dem Chat durchgehen. Wenn in der Zwischenzeit weitere Fragen auftauchen sollten, bitte auch wieder jederzeit im Chat stellen. Wir schauen darauf, dass Sie beantwortet werden und wir nichts übersehen. So. Das wären dann die Fragen in der Reihenfolge, wie sie gestellt wurden. Ich glaube, die ersten fünf davon müssten
während des Vortrags von der Frau Professor Eisenmenger gestellt worden sein. Ich vermute, dass sie auch an Sie adressiert sind. Bitte aber natürlich auch die beiden weiteren Referenten dann zu ergänzen, ihre eigene Meinung dazu kundzutun. Die erste Frage war, gibt es internationale Beispiele für strategische Reduktion der Straßeninfrastrukturbestände? Nicht, dass ich wüsste. Ich kenne überhaupt wenig Beispiele von einer Reduktion von Beständen. Das also kurze Antwort, ja. Sehr schade. Genau. Offensichtlich erschöpfend. Es ist auch für die Materialflussrechnung wäre es nützlich, manchmal so quasi eine Statistik zu haben, über wie viele Straßen werden neu gebaut, wie viele Kilometer und wie viele Straßen werden saniert. Auch das ist zum Beispiel für die EU-Länder nicht in einer längeren Zeitreihe gut verfügbar. Also ja, nein. Und Reduktion eben kenne ich kein Beispiel. Ja, soll ich gleich das nächste machen? Bitte darum, ja. Genau, also das stimmt natürlich. Also das war kein Appell für alle müssen weniger brauchen, aber umso mehr, also weil die Frage ist, dürfen denn Länder mit, die sich noch in der Entwicklung befinden, müssen die auch schon reduzieren und dürfen die nicht so quasi eine also nicht auch ihre Lebensstile, auch materiell noch ausbauen, dürfen sie natürlich und damit müssen wir auch rechnen. Das ist das, was ich gemeint habe, auch für manche Regionen in der Welt noch. Heißt natürlich umgekehrt, dass wir in den Industrieländern noch viel mehr reduzieren müssten, ja, damit andere auch ein bisschen Platz bekommen. Genau, also es verschärft nur die Ziele, aber teile ich zu 100%, ja. Ja, gibt es dazu Ergänzungen der weiteren Referenten? Könnte eine Ergänzung machen? Ja, bitte darum. Ja, ja. Einfach deshalb, weil es nicht geht. Ja, es geht einfach nicht mehr. Ja, und wir leben in einer Generation, die noch nie in der Geschichte wurden so viele Ressourcen verschwendet. Und ob das jetzt sozusagen, man müsste ja dann darüber diskutieren, was hier Wohlstandsniveau ist. Ist eine vierspurige Autobahn ein Wohlstandsniveau oder ist eine achtspurige Autobahn ein Wohlstandsniveau? Und ich meine, das, weil es einfach nicht mehr geht. Ja, natürlich müssen wir vorzeigen, wie es denn anders geht, aber zu sagen, ja, die müssen jetzt auch zuerst einmal die achtspurige bauen, bevor sie dann darauf kommen, dass das ja gar nicht zu dem gewünschten Effekt führt. Und jetzt müssen sie dann wieder zurückbauen und die Bestände, wie angeführt, reduzieren. Weiß ich nicht, ob sie den Umweg brauchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht ausgeht. Denken Sie an die Häfen. Geht sich nicht aus. Ja. Das nur ganz kurz dazu. Das stimmt natürlich, Sie brauchen nicht das gleiche Wohlstandsniveau, wie wir jetzt haben. Ich glaube nur, wir müssen trotzdem als Industrieländer noch mehr reduzieren, damit die auf ein lebenswertes Niveau kommen, quasi Planetary Boundaries. Jeder muss mal einen Anschluss an ein Stromnetz haben. Ja? Und jeder muss mal die Möglichkeit haben, sich so zu ernähren, dass er ausreichend gesättigt ist. Ja? Also ja, nicht unser Wohlstandsniveau, aber ein Niveau, das ein nachhaltig lebenswertes ist. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn Sie gesagt hätten, nicht unser Wohlstandsbegriff. Ja, weil auch das. Aber das, glaube ich, müssen wir uns anschauen. Was verstehen wir denn unter Wohlstand? Und wie definiert sich denn der? Ja, Sie wissen es ja viel besser. Wie viele Fußballfelder werden täglich in Österreich versiegelt? Sagen Sie es uns bitte. Ich habe die Zahl jetzt nicht, aber wenn Sie es nicht, ist auch egal. Aber wir wissen, dass das einer der höchsten Werte in Europa ist. Ich glaube, 14 sind es. 14, ja? Okay. Ja. Dann, wenn das Ziel ist, ja, oder wir sagen, wir definieren das vielleicht anders, was Wohlstand ist. Und dann kommen wir auch auf andere Lösungen. Das müssen wir natürlich vormachen, das ist schon klar. Für mich allerdings, das gibt einen ganzen nächsten Fachdialog her und sprengt heute ein wenig die Grenzen, wenn wir versuchen, das vor allem auszudiskutieren. Aber es wird uns wahrscheinlich nicht einmal auf kurze Sicht erspart bleiben,
insofern stimme ich Ihnen da völlig zu. Würde aber dann vorschlagen, dass wir zur nächsten Frage weitergehen. Gut, da geht es jetzt um die österreichische Politik. Nehme an, das richtet sich dann eher an den Dr. Jackl. Reagiert die Politik sozusagen auf das, was wir über den Ressourcenverbrauch wissen, oder wird das mehr mit einem Schulterzucken abgetan? Gewisserweise haben Sie uns die Antwort ja eh schon gegeben, aber Sie bitten es nochmal kurz darzulegen. Die Frage ist, glaube ich, ob sie ausreichend reagiert. Ja. Ich glaube, dass sie reagiert, ist klar. Aber es fehlt, glaube ich, vielfach der Mut, in einem Ausmaß zu reagieren, das wirklich Weichenstellungen nach sich zieht. Eine Frage ist, was gelingt jetzt mit der ökologischen Steuerreform? Wird das wirklich ein Instrument, das auch steuert in diesem Sinn, dass es dann wirklich zum Vorteil macht, Zirkularität zu unterstützen? Wir möchten uns in der Kreislaufwirtschaftsstrategie auch wirklich bemühen, stark den Connect zwischen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz herzustellen, das offensichtlich zu machen, dass wenn es gelingt, Materialien länger und effizienter zu nutzen und länger in der Wertschöpfung zu halten, dass das natürlich auch dramatisch dämpfende Auswirkungen auf den Energieverbrauch hat. Das heißt, ein zirkuläres Österreich hätte überhaupt keine Probleme, seine Klimaziele leicht zu erreichen, und zwar ohne prima vista Einbußen im Wertschöpfungsbereich zu machen. Aber wenn ich gleich auf eine andere Frage eingehen kann, sehr gut beim Recycling und schlecht bei der Reduktion von Primärrohstoffen. Es verdienen einfach zu viele Wirtschaftszweige an maximalem Produktabsatz. Also dieses Dienstleistungsdenken ist einfach noch nicht wirklich angekommen. Wir versuchen das jetzt in vielen Einzelgesprächen auch mit den betroffenen Unternehmen, das zumindest das Interesse daran zu wecken. Ich muss sagen, in einigen Bereichen, wo wir gedacht haben, es wird sehr schwer, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Aber es müsste dieses dienstleistungsorientierte Denken einfach viel, viel mehr Platz greifen. Und ich glaube, wir haben auch, und da muss sich die Umweltpolitik auch selbst bei der Nase nehmen, wir haben viel zu lange auch den Menschen eingeredet, ihr könnt es eigentlich gar nichts falsch machen, wenn ihr Produkte kauft und benutzt. Hauptsache, ihr schmeißt es am Ende des Lebenszyklus in die richtige Tonne. Und das ist, damit haben wir aber viele Optionen, die der Herr Professor gezeigt hat, da zirkulär zu sein, ungenutzt verstreichen lassen und gehen direkt ins Recycling, und das Recycling sollte eigentlich die letzte Option in einer Kreislaufwirtschaft sein, wenn verlängerte Nutzungsdauer, dienstleistungsorientierte Geschäftsmodelle, Refurbishing, Reparatur nichts mehr genutzt haben und nicht mehr möglich sind, dann erst Recycling. Daher ergibt sich dieser Widerspruch, und eine große Aufgabe unserer Strategie ist es, einfach darzustellen, wie andere Geschäftsmodelle heute schon funktionieren. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit Firmen, die ich sage, warum macht es ihr nicht, im Papierchemikalien und sonstigen Bereich, sagen sie, nein, wir haben uns das angesehen, wir machen es nicht, es ist uns zu aufwendig, unsere Materialien sind nicht kostenintensiv genug, wir regulieren das nur mit Preis, wenn der Kunde entsprechende Wünsche hat. Und das sind sehr dicke Bretter, die es da zu bauen gilt. Da gibt es wahrscheinlich eine direkte Ergänzung von der Frau Professor Eisenlinger. Genau, danke. Ja, ich wollte dazu nur auch noch vielleicht ergänzen, also alles das, was der Kollege Jackl gesagt hat, teile ich mit zwei, also nur vielleicht Ergänzungen oder dies dann auch ein bisschen einschränken. Also das eine ist, wir sind schon gut und haben viele Erfolge im Recycling und in vielerlei Wiederverwertung und all die anderen sonstigen. Pro Einheit Dienstleistung oder pro Einheit Produkt, wenn wir aber dann trotzdem in Summe 1,5
so viele Produkte verkaufen von der gleichen effizienteren, von dem effizienteren Produkt, dann ist das der klassische Rebound-Effekt. Ja. Also deswegen immer das Plädoyer von meiner Seite, trotzdem die Gesamtmenge im Blick zu halten, weil dann sieht man die Prozesse, die da passieren. Und das Zweite, und das ist vielleicht auch an den Kollegen Wiemer gerichtet, eigentlich müssen wir mal genauer schauen, wie viel von dem Material in einer Kreislaufwirtschaft tatsächlich ein Recycling ist oder ein Reuse zur selben Verwendung und damit als Ersatz von einer Primärressource. Ja? Weil meistens und auch energetisch geht es ja nicht anders. Wir können nicht ein Material am Ende des Lebenszyklus zu der gleichen Qualität wie zu Beginn als Primärprodukt zurückführen. Und daher ist die meisten von diesen Recycling, Reuse und so weiter Aktivitäten sind für eine andere Nutzung. Und ich brauche dafür für dieselbe Art wieder neue Ressourcen. Also wir haben Recyclingquoten, die in manchen Bereichen gar nicht so schlecht sind. Sie ersetzen aber nicht das ursprüngliche Primärprodukt. Und deswegen haben wir einen weiter wachsenden Ressourcenverbrauch auf der primären Seite. Aber Frau Professor, daran anknüpfend, Sie haben ja aus meiner Sicht ganz richtig gesagt, dass sehr viele Ressourcen einfach in den bestehenden Lagern gebunden sind. Und da werden wir doch, glaube ich, viele auch chemische Recyclingmethoden brauchen, wenn es darum geht, Urban Mining und solche Sachen umzusetzen. Sehen Sie das ähnlich? Genau, also da glaube ich, das ist schon ein großes Lager, das wir haben und nutzen können. Andererseits, und das ist das, was der Kollege Wiemer mit dem Produktdesign schon angesprochen hat, es ist halt die Materialien und die Baurohstoffe zum Beispiel, die wir vor 50, 70 Jahren verwendet haben, dass man die wiederverwertet, die haben eine ganz andere Zusammensetzung. Die wurden ja noch nicht so konzipiert, dass sie auseinander, also dass sie wieder gut aufgeteilt werden können. Also ich glaube, es ist begrenzt und es kann uns nicht die Gesamtmenge, die wir an Primärrohstoffen nutzen, ersetzen. Ja. Deswegen das Plädoyer. Ich glaube, man braucht einfach beides. Man muss alles ausnützen, was wir auf der Seite der Kreislaufwirtschaft machen können, aber trotzdem müssen wir weniger brauchen, weniger Services und weniger Produkte. Und das vielleicht auch noch als Ergänzung, da bin ich schon still. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht eine Message sendet wie, das Produkt ist 100% Recycling, daher macht nichts, wenn ihr doppelt so viel verwendet. Ja? Also man kriegt dann so eine, ich habe jetzt eh ein Hybridauto und daher kann ich jetzt zwei kaufen, weil es ist ja eh umweltverträglicher, oder ein Elektroauto. Also wir müssen raus aus dieser Denke, wir ersetzen einfach so viel Energie fossil, die wir vorher verbraucht haben, durch Biofuels. Das geht nicht. Ja? Also wir können nicht und das wird uns nicht rausretten. Ja, wunderbar. Danke für die, würde schon fast sagen, Diskussion zur Frage. Würde dann fortsetzen mit einer Frage, wie die Finanzmärkte reagieren auf die Degrowth-Gefahr. Ich sage nur kurz was dazu, obwohl ich keine Expertin für Finanzmärkte bin, aber ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es werden nicht alle Wirtschaftssektoren zu den Gewinnern zählen, ja, in einer Umstrukturierung in Richtung Nachhaltigkeit. Und Finanzmärkte, da habe ich noch am wenigsten Mitleid, ja. Und ja, man muss damit umgehen, es wird weniger Wirtschaftsoutput geben, ja. Und dann muss man sich halt umorientieren und dann muss man ein bisschen innovativ sein und das Geld, was manche Sektoren schon verdient haben, sinnvoll im Sinne einer Nachhaltigkeit einsetzen. Aber das ist natürlich ein Problem, ja. Und da gibt es dann Machtverhältnisse und ökonomische Interessen. Also ja, Degrowth ist für die meisten, also nicht einmal Wirtschaftsmodelle können mit einem Nichtwachstum in die Zukunft modellieren. Also das ist schon was Neues. Wir wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Ne? Aber ich glaube auch deswegen, ja, muss man ein bisschen offen sein und neue Initiativen unterstützen. Gut, dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Das geht wieder in die Richtung wie die allererste. Wenn also radikale Reduktion des Materialverbrauchs nötig ist, gibt es dann schon Organisationen oder Unternehmen, die das erfolgreich vornehmen, also geschimpft sind? Also ja, ich muss mich aus dem Weinkeller zu Wort melden. Ja? Sagen wir, Herr Christian, Sie arbeiten in einer Firma und da wird Farbe erzeugt. Und jetzt haben wir die Quartalszahlen und Sie kommen da zurück und sagen, wunderbar, wieder 15% mehr Umsatz gemacht, wir haben mehr Farbe verkauft, wir haben neue Kunden, das ist einfach wunderbar, das Geschäft läuft rund.
Dann kommen sie aber sagen, ja, aber hier am Abend irgendwie, ich war da in diesem Fachdialog, irgendwie, irgendwas gefällt mir nicht, das ist nicht gut. Dann sagt er, ja, wieso, was ist los mit Ihnen? Wir brauchen das doch. Ja, habe gehört oder meine gehört, dass wir schon mehr Umsatz machen können, aber mit weniger Farbe. Wir verkaufen weniger Farbe, machen mehr Umsatz oder den gleichen. Ja, was fällt dir denn da ein? Naja, was könnte uns da einfallen? Wie geht das? Wie kann ich jetzt mit weniger Farbe verkaufen etwas mehr Umsatz machen? Wenn doch das Geschäft war, so viel Farbe wie möglich verkaufen und beste Umsätze schreiben. Wie geht das jetzt? Kann sich ja vielleicht auch wie andere zu Wort melden. Wie geht das jetzt? Na, das geht mit Chemical Leasing und das ist das erste Mal passiert zwischen Volkswagen und BASF. Da hat Volkswagen BASF nicht mehr Lack abgekauft für seine Karossen, sondern hat BASF bezahlt für lackierte Karosse. Ja, dass Sie das wissen. Sie haben mich ja gefragt. Ja, nein. Aber ich habe alle anderen gefragt. Nein, natürlich kann man dann sagen, okay, der Kunde, der macht diese Türen, diese Stahltüren, der hat ja sowieso keine Ahnung von der Farbe. Na, das ist auch so. Ja? Und der spritzt ja sowieso das meiste daneben. Nein, aber viel daneben. Je mehr er daneben spritzt, desto besser ist das für uns. Lass ihn doch. Sagt er, nein, das machen wir nicht. Wir reden jetzt mit dem, wie viel der jetzt braucht. Wie viel braucht er jetzt pro Tür, die er da lackiert? Und dann sagen wir, okay, und wie dick ist die Schicht dicke? Und dann wird das eben definiert und dann sagt er, und wir übernehmen jetzt bei dir die Lackierbox. So schaut es nämlich aus. Und dann ist eine hochqualifizierte Person dort, die eben mit möglichst wenig Farbe jetzt diesen Farbauftrag macht, so wie von Jakob da erklärt. Und in der Tat ist ja in der Automobilindustrie das genauso etabliert. Und damit habe ich weniger Ressourcen, weniger Farbe und mehr oder zumindest gleich viel Umsatz. Und das kann man sich immer überlegen. Das kann man sich, was heißt das für das Hotel in Bezug auf Licht, Wärme und andere Versorgungen? Was heißt das für die Teppichfirma, die da den Teppich liefert und den auch zurücknimmt und daraus wieder einen neuen Teppich macht und eigentlich nur Teppichfliesen tauscht im Einigungsbereich und so weiter. Da gibt es ja hunderte Beispiele dafür, wo das genau gleich funktioniert. Und dann ist es eben nicht der Kauf, ne, oder der Scheinkauf, wenn man jetzt dann, wurde auch gefragt vom Mobiltelefon, das ist ja ein Scheinkauf. Das ist ja ein absoluter Scheinkauf. Wir zahlen da 24 Raten und in Wahrheit und das Telefon bekommen wir kostenlos. Ja. Und in Wahrheit zahlen wir 24 Raten heute halt die 1.000 Euro oder was das dann sind. Ja. Und dann ist eben die Frage, wenn wir eh schon in Raten zahlen, das ist ja ein Service, der dahinter steckt, na gut, dann geht halt das Produkt zurück zum Hersteller. Und der sagt dann, ja, wunderbar. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir haben so ein Qualifizierungsseminar gemacht mit Firmen zum Thema Kreislaufwirtschaft und die Elektronikfirma war halt dabei, unterschiedlichste Firmen, und der sagt mir, na gut, bisher für einen Kunden ein Bauteil $2 bis $3, je nach Stimmungslage am Markt. Jetzt kriege ich es angeboten für $40 bis $80. Okay? Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, ja, wenn der Markus Bieringer da fragt, was fragt er denn? Er fragt, warum das nicht, wenn die Konzepte so gut sind, warum es nicht schon weiter umgesetzt ist. Ja, ganz einfach, weil die Ressourcen zu billig sind. Sind ja viel zu billig. Ja? Aber jetzt kommt man drauf, halt, abseits vom Billigsein sollten sie vielleicht auch verfügbar sein. Ja? Und jetzt könnte man sich schon vorstellen, wenn die Kurzarbeit haben, weil ein Chip für die Elektronik vom Motor nicht verfügbar ist, dass man sagt, naja, vielleicht sollten wir uns da anders aufstellen. Und in der Tat, diese Modelle gibt es ja. Und sie sind vielleicht sogar schon einigermaßen etabliert und vielleicht sogar schon breiter umgesetzt, als man das annehmen möchte.
Genau. Das war schon wieder zu viel. Ja. Na, wunderbar, danke für die ausführliche Darstellung, was tatsächlich schon passiert. Ich sehe die gehobene Hand, Herr Ungeher. Ich würde trotzdem gern zuerst einmal die Fragen aus dem Chat abhandeln, wenn Sie mir das nachsehen. Und da gleich in der Gegend bleiben, nämlich bei dieser ketzerischen Frage, warum man nicht einfach statt dem optimierten Diktiergerät, also dem Best Practice-Beispiel aus Ihrem Vortrag, Weil er ein Handicap-Diktiergerät ist. Wer sich mit Diktieren beschäftigt, das geht um tausend Dinge, was ein Mobiltelefon gar nicht kann. Sorry, aber das brauchen wir an der Stelle nicht diskutieren. Es ist ein völlig anderes Produkt. Diktieren ist eine völlig andere Art, dass ein Mobiltelefon einen Sound aufnehmen kann, ist bekannt. Aber das ist etwas ganz anderes. Das macht jetzt keinen Sinn, das zu besprechen. Gut. Danke für die diesmal kurze Antwort. Die nächste Frage hier wäre dann Wartungsverträge, Leistungsverträge schon lange erwünscht. Warum setzt sich das nicht durch? Wer verhindert das? Und kombiniert damit, was kann man gegen die Rebound-Effekte tun, die sozusagen auch mit oder trotz einer Kreislaufstrategie Wirtschaft durchschlagen? Bin da schon wieder ich gefragt, oder? Ja, also im Prinzip natürlich. Also ich glaube einfach, dass das, oder ich weiß, dass es im B2B-Bereich, also Business-to-Business, gibt es jede Menge solcher Lösungen. Und also Endkonsumentinnen hin gibt es vielleicht noch weniger, wenn es gleich auch schon was gibt. Ja. Und das wird kommen müssen, das ist ganz einfach. Weil es einfach, denken Sie an den 4. April, wo wollen wir denn hin? Ja, es geht gar nicht anders. Die begrenzten Ressourcen und die Konsequenzen des hohen Ressourcenverbrauchs führen automatisch dorthin, dass man sagt, geht so nicht mehr weiter. Und dann ist auch klar, dass es hier andere Lösungen braucht. Ich kann das nur unterstreichen, was der Herr Professor gesagt hat. Wir haben gestern mit der UNIDO den weltweiten Global Chemical Leasing Award verliehen und haben 92 Bewerbungen auf der ganzen Welt aus allen möglichen Branchen gehabt. Lebensmittelverarbeitung, Erdölindustrie, Hotellerie, Automobil. Wo Sie hinsehen, gibt es diese dienstleistungsorientierten Geschäftsmodelle mittlerweile in wirklich hoch erfolgreichem Ausmaß. Es ist durchschnittlich 30% Ressourceneinsparung bei durchschnittlich 15% erhöhter Profitabilität. Das ist ein Siegeszug, der ist nicht mehr aufzuhalten. Und davon erwarte ich mir natürlich schon sehr viel Effekt. Oder gehen Sie in den Supermarkt hinein und schauen Sie in der Obstabteilung. Schauen Sie einfach einmal das Obst nicht an. Schauen Sie, was es dann noch. Und dann sehen Sie lauter grüne Kisten. Ja? Lauter gleiche grüne Kisten. Ja, und die laufen in einem Pooling-System um, werden gewaschen, werden wieder befüllt, so wird das Obst ausgeliefert. Es gibt so viele solcher Lösungen, die hier funktionieren. Und das könnte man jetzt noch lange darüber reden, was es da an Lösungen gibt. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen auch selber schauen, wo man hier sich einklinken kann. Oder der Energiedienstleister, der dann halt übernimmt und sagt, okay, jetzt habt ihr bisher mit Erdöl geheizt, die Schule, den Kindergarten und noch zwei andere Gebäude. Wir bieten dieser Gemeinde jetzt an, dass wir halt dann entsprechend übernehmen. Ihr zahlt 10% weniger, wir installieren eine völlig andere Heizung und kriegen das aber bezahlt, was ihr bisher gezahlt habt, und das brauchen wir natürlich lange nicht. Und damit haben wir einen satten Gewinn und viel weniger Ressourcen eingesetzt. Viel effizientere Heizung, finanziert sich von selber. Donauinsel, Beleuchtung auf der Donauinsel, LED-Lampen, die Stadt will das nicht zahlen. War doch genauso eine gleiche Geschichte.
Die Natrium-Dampflampen wurden getauscht gegen LED-Lampen. Die Differenz wird dem Betreiber gezahlt. Fertig. Finanziert sich von selber. Ja, wobei, wenn ich das kurz einwerfen darf, ich glaube, Beleuchtungsmittel eine der eher wenigen Zonen sind, wo sich Contracting für den Contracting-Nehmer tatsächlich auch lohnt. Aber das führt jetzt fast zu weit. Ich würde dann einfach zur nächsten Frage weitergehen, wenn das recht ist. Da geht es um die Lebenszyklusbewertung für Unternehmen. Die Frage ist, denke ich wieder an den Professor Wimmer gerichtet, ob er diese neue Entwicklung PEF-Methode im Gegensatz zu mir kennt und quasi was er davon hält. Product Environmental Footprint statt Product Carbon Footprint heißt das. Ja, ja, natürlich kennen wir die. Und ja, kann man verwenden. Nur dann ist die Frage, welchen Indikator, welchen der vielen Indikatoren wollen Sie denn jetzt kommunizieren und an welches Publikum? Ja, und dann ist es halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Ja, aber wir haben auch solche Labels auch schon entwickelt für Firmen, Energielabel, ja, diese Dinge, wo halt für energieintensive Maschinen und Infrastruktur, damit sie eben die Performance ihrer Geräte entsprechend auch am Markt kommunizieren. Das ist natürlich möglich und das wird auch, läuft ja schon, in Österreich noch nicht, aber in anderen Ländern, der Product Carbon Footprint ist drauf auf den Produkten, die Sie da so kaufen können. Product Environmental Footprint mit seinen vielen verschiedenen Indikatoren, ist ja die Frage, welchen Sie kommunizieren wollen, aber ja, üblicherweise wird halt ein Indikator verwendet. Natürlich, ja. Dr. Jackel, Sie haben noch eine Ergänzung, oder? Nein, ich wollte nur mitteilen, dass ich mich um halb leider ausklinken muss und darf mich jetzt schon herzlich bedanken für die Fragen und die Möglichkeiten, hier präsentieren zu dürfen. Ja, herzlichen Dank für die Teilnahme und den feinen Vortrag. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Gut. Die nächste Frage ist etwas lang. Ich glaube, dazu haben wir eh schon einiges gesagt. Das Ende des Produkts und die Entsorgung, die externen Kosten. Okay, und sozusagen das Henne-Ei-Problem, solange es hergestellt wird, kaufe ich, solange es gekauft wird, stelle ich her. Ja, und dann wieder der Verweis darauf, dass es ohne Degrowth eben nicht gehen wird. Ja, Verzeihung, darf ich mich da schon einbringen, ja, weil ich glaube, viele dieser Fragen gehen in diese Richtung und wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei Professoren da. Die Frage ist schon, wie kommen wir, und ich glaube, wir sind wahrscheinlich auch als Zuhörer recht einig, wir verstehen das, was vorgetragen wird, wir sehen das auch so, ja, dass es ohne Reduktion der Ressourcen nicht geht und dass wir eigentlich Antworten wissen und trotzdem passiert es nicht. Und ich würde schon gern diskutieren, ja, wie kommen wir aus diesem Henne-Ei raus und wie schaffen wir das endlich? Ja, zuerst hat man es ignoriert, ja, wir können zurückgehen in die 80er Jahre, in die 90er Jahre, in die Rio, ja, egal, Konferenz. Und jetzt, glaube ich, haben es manche verstanden und die Fakten sind da und jetzt diskutieren wir uns wieder zu Tode. Und es wird nicht besser werden. Wie meinen Sie, kommen wir da raus? Das ist die entscheidende Frage, denke ich, oder? Und nur zu sagen, ich weiß nicht, der politische Wille fehlt und so, ja, das ist es auch nicht. Ja. Bitte, Frau Professor. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da könnte man auch Sozialwissenschaftler oder Politikwissenschaftler befragen, ja, die sich besser damit beschäftigen. Ja, wie kriegt man die Politik dazu, die richtigen Maßnahmen zu setzen? Ja, weil ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist, dass man natürlich Konsumentenentscheidungen treffen kann. Ne? Die sind aber nur ein Teil der Geschichte. Ich glaube, darüber, dass wir unsere Bestände verändern und so weiter, das ist nicht die Entscheidung eines Konsumenten. Ja, da braucht es
sozusagen strukturierende Maßnahmen von der politischen Seite herunter. Da kann man nur Druck machen. Und ich finde, was wir mit Fridays for Future gesehen haben, ist, dass man sehr wohl Druck machen kann, der dann gehört wird. Und dass hier ein bisschen, ja, das gibt der Zivilgesellschaft, finde ich, schon ein bisschen eine, wieder etwas in die Hand, wo man sieht, man kann schon was bewegen, ja, wenn man sich auf die Beine stellt. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen, man muss laut seine Meinung sagen und seinen alle politischen Möglichkeiten ausnutzen, das zu tun. Ja. Man muss versuchen, die bestmöglichen individuellen Kaufentscheidungen zu treffen, ja, und da auch einzufordern, dass es ausreichendes Produktlabeling gibt, dass es Nahversorgung und das Foodsharing und so weiter sich in solche Initiativen begeben, ja, die sehr wohl was bewirken können. Ja, und von politischer Seite, ich meine, es ist schwierig, ja, und es ist auch die Frage, die oben gestellt war, wie die Kriege um Ressourcen. Ich meine, wir haben es ja jetzt in der Corona-Krise erlebt. Ja. Der Kampf um Impfstoffe und so weiter zeigt uns ja genau, wie wir damit umgehen, wenn manche Dinge knapp werden. Ja. Also ich glaube, da müssen wir schon als Gesellschaft noch viel lernen und wachsen. Ja. Aber wir müssen einfach die nächsten Schritte gehen. Es gibt nicht die Lösung, ja, leider, sonst würde man es ja schon machen, wenn wir wüssten, wie es geht. Wir wissen ja auch nicht, wohin die Reise gehen soll. Wir wissen nur, dass es weniger wird, aber wir wissen ja auch gar nicht, welche Gesellschaftsmodelle wir in der Zukunft denn leben wollen und welche sind denn nachhaltig. Ja. Also ich glaube, wir stehen schon vor einer großen Frage, ohne ganz genau zu wissen, wohin wir uns bewegen, was nehmen wir uns denn dann als Ziel? Ja? Wir wissen natürlich einige Zutaten, aber ich glaube, es muss eine Mischung sein aus zivilgesellschaftlicher Aktivität, die wir vermehrt schon sehen, guten individuellen Entscheidungen und einfach selber auch sich manche Dinge zu sagen. Ja? Ich meine, es ist leicht, dass man Fleischessen reduziert, ja? Und das bewirkt etwas. Ja? Und es ist leicht, dass man seine Mobilität verändert. Also leicht für viele von uns, ja, dass man ein bisschen, also man kann schon kleine Schritte gehen und dann muss man auf die Politik Druck machen, dass die großen Weichen auch noch gestellt werden. Das ist jetzt keine befriedigende Antwort, weil es nicht die Antwort ist, das ist die Stellgröße, aber ja, so genau wissen wir es auch nicht. Danke. Also wenn ich da auch was sagen darf, also von der Politik ist nichts zu erwarten. Ne? Also da gibt es keinerlei Unterstützung, das glaube ich, ist schon klar. Da sind andere Vorstellungen wichtiger. Die Zivilgesellschaft sehe ich auch und die Firmen. Firmen haben schon verstanden, dass sie die Frage gestellt bekommen, wart ihr Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und da sehe ich schon viele, die sich da jetzt schon lange Gedanken machen, aber jetzt eigentlich aufbrechen. Jetzt aufbrechen und sagen, jetzt wollen wir es machen. Jetzt wollen wir es nicht machen, jetzt machen wir es. Egal, ob das jetzt... Ja, also wir haben einfach viele Firmen, die, ich weiß nicht genau, wodurch es ausgelöst worden ist, aber jetzt so richtig das angehen. Und die warten doch nicht auf irgendwelche Politiker, die irgendwann draufkommen, dass es doch für ihren Wahlerfolg besser sei, dass man jetzt so macht und nicht so. Das ist ja alles uninteressant. Mhm. Die legen los. Ja? Und entsprechende Ressourcenpreise werden das auch noch steuern. Und auch Verfügbarkeiten, Ressourcenverfügbarkeiten. Aber welche Branchen konkret? Also ich, ja, wir wissen das auch natürlich, im Grunde sind es ja alle. Ja, es ist der Konsument, es ist die Politik, es ist die Wirtschaft, die Firmen. Aber also ich sehe das nicht so. Und ich komme eher aus der großen internationalen Wirtschaft oder Industrie und da wird gar nichts gemacht. Entschuldigung, aber wirklich gar nichts. Ja, und so, man wird das aussitzen, solange es nicht Vorgaben gibt, dann passiert da gar nichts. Also wirklich, bei allem Optimismus, den Sie da haben, aber ich sehe die Branchen, das sind doch, also die Großen doch nicht, das sind irgendwie die kleinen Firmen, die es verstanden haben, ja, aber doch nicht die Großen. Ja, ist okay. Und da ist aber der Hebel, oder? Also Sie, würde ich so sagen. Wenn Sie das so sagen, wird es so stimmen. Also ich sehe es anders und wir haben mit sehr großen Firmen zu tun. Ja, okay, naja, das gibt ja Hoffnung. Aber ja, es gibt wahrscheinlich beide. Ne?
die das so lange ignorieren, solange es nur irgendwie geht. Ja, nur das wird sich auch aufhören. Wer will denn da noch mitmachen? Die können das ja noch, solange sie wollen, irgendwie unter den Tisch reden oder kehren. Aber es ist ja offensichtlich, dass das nicht mehr geht. Wem wollen Sie denn da noch was erzählen? In welchen Werbevideos wollen Sie denn das noch darstellen? Das geht einfach nicht mehr. Wer soll Ihnen das noch glauben? Das glaubt doch keiner mehr. Aber ja, es gibt einige, die glauben, sie müssen da jetzt noch ein Video und es sei eh nicht und so weiter. Und es hat immer schon, das ist nicht wahr. Wir wissen das doch. Wir brauchen doch nicht so tun, als ob wir das nicht wissen. Schauen Sie sich die Tagesschau. Hier ist die Tagesschau. Ja, heute berichten wir von der ersten Weltklimakonferenz in Genf. 1979. Der Text ist aktueller denn je, was der in 2 Minuten sagt. Der Anchorman, 1979. Ich wiederhole mich, ich habe mich nicht versprochen. 1979. Schauen Sie mal auf YouTube, da 2 Minuten. Wir wissen das doch. Und jetzt kommt der Einige, die sagen, nein, das stimmt ja gar nicht und es ist doch ganz anders. Ja, das sehen wir eh, wie das funktioniert. Ja. Aber glaubwürdig sind die nicht. Aber die können jetzt noch den einen oder anderen irgendwas vorgaukeln, aber glaubhaft sind die nicht. Und sie müssen sich ja auch irgendwann in den Spiegel schauen und sagen, ist das noch ein zeitgemäßes Geschäftsmodell? Und das ist es nämlich. Ist das noch ein zeitgemäßes Geschäftsmodell? Da gibt es ja doch ganz andere Geschäftsmodelle, die sind doch viel interessanter. Warum machen wir das nicht? Und dann ist eben die Frage, okay, in der Tat, warum machen wir das nicht? Ich denke, die Frau Professor Eisenmenger hat dazu auch etwas zu sagen. Also ich würde nur ein bisschen die Hoffnung in die Wirtschaft relativieren. Ich wäre da eher bei der Kollegin Henninger. Ich meine, das Ziel von Wirtschaft ist und von Betrieben ist, dass sie Gewinne machen. Ja? Ich meine, das ist das, worum es geht. Und gerade Großfirmen, und die suchen sich die günstigsten Standorte und der Transport dazwischen ist egal. Ja? Also ich glaube, die Hoffnung, dass von der Wirtschaft die Rettung kommt, würde ich nicht ganz so unterschreiben. Ich glaube eher, dass wir ein bisschen umdenken müssen und da müssen Betriebe auch umdenken. Ja? Wie gehe ich denn um damit, dass ich keinen wachsenden Gewinn mehr haben werde, ja? Über eine nächste Phase? Und ich glaube, das zweite Problem ist, dass wir ja sehen, dass in Krisenzeiten, und jetzt sind wir gerade wieder in einer Krise, dass dann immer sozusagen die alte Hoffnung, wir müssen einfach wieder die Wirtschaft ankurbeln, damit die Leute wieder ihr Geld verdienen und damit wir dann rauskommen aus der Krise. Also das sehe ich immer, das überschlägt und überdeckt alles, was an Umweltpolitik und Maßnahmen passiert, weil einfach hier sozusagen der Appell und man darf ja nicht irgendjemanden auf der Strecke lassen. Also ich glaube, damit müssen wir auch umgehen. Umgekehrt wissen wir, dass in Krisenzeiten immer der Ressourcenverbrauch sinkt. Insofern kann man das vielleicht auch wirken lassen. Ne? Man muss nur schauen, dass man es abbuffert für die da am meisten und am größten darunter leiden. Also da tun Sie vielen, gerade österreichischen oder auch europäischen Firmen, die hier einen Weitblick haben, total Unrecht. Ja, die könnte Ihnen einige österreichische Firmen nennen, die in der Tat familiengeführt sind, die einen Weitblick haben und die schon lange erkannt haben, dass sie sich hier positionieren und entsprechende Änderungen in ihren Geschäftsmodellen und dann durchschlagend bis zu den Produkten haben. Und natürlich haben Sie vollkommen recht, wollen die Gewinne machen. Ja, um Gottes Willen, das hat ja niemand bestritten. Aber eben nicht durch noch mehr Ressourceneinsatz und noch mehr Ressourcen. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Und da kommen die schon drauf, dass es hier auch Alternativen gibt. Und es wird Ihnen jetzt eigentlich sehr leicht gemacht, weil Sie darüber nachzudenken, meine ich. Leicht gemacht, darüber nachzudenken, weil Sie erkennen, ja, die Ressourcen sind ja echt viel, viel teurer geworden. Holz, Alu, Stahl. Schauen Sie sich die Preise an vor einem Jahr und die Preise jetzt. Da muss Ihnen ja was einfallen, wie das jetzt anders geht. Ja, können Sie ein paar dieser Firmen nennen, wenn Sie sagen, das sind österreichische, europäische Firmen? Wer ist das konkret?
Ja, das kann ich jetzt nicht. Ist das vertraulich? Oder? Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Okay, schade. Ich hätte gerne positive Beispiele gehabt. Und es ist ja nicht so, dass es gar keine Firmen gibt, das wissen wir ja doch, aber es ist die kritische Masse ist nicht gehoben, meiner Meinung nach. Und es geht zu langsam. Sie sagen selber, das war 1979, das ist 40 Jahre her. Und das diskutieren wir heute immer noch. Ja? Und jetzt haben sie vielleicht mehr verstanden wie damals. Ja, da bin ich schon bei Ihnen. Aber wir wissen auch, es geht zu langsam. Und wir sehen jetzt auch wieder nach der Covid-Krise, es ist genau das, was die Frau Messer gerade gesagt hat. Ja? Es wird alles wieder, diesen Wirtschaftswachstum, wir sind zurück auf den alten Pfaden. Die Chance wurde in keinster Weise genutzt, meiner Meinung nach. Obwohl es sicher wieder ein paar haben es wieder mehr verstanden. Aber ja, viele freuen sich oder sind froh, ja, keine Veränderung, wir gehen zurück zu dem, was war. Ja. Gut, Sie haben mich überzeugt. Es wird nichts mehr. Hören wir auf. Nein, also ich bin die Letzte, die den Kopf in den Sand steckt, aber ich wünsche mir einen schnelleren Fortschritt, ganz ehrlich. Ja. Hören wir auf, es wird sowieso nichts mehr. Es ist unbedingt zu spät. Erlaubt mir nochmal anzubieten, in 10 Jahren. Der nächste Fachdialog, selbes Thema. Wir sehen die Entwicklung, die sich bis dahin abgespielt hat und sind hoffentlich alle mehr als glücklich damit. Ich würde diesen Punkt jetzt trotzdem gern hier mal zumindest kurzzeitig beenden. Der Herr Umgeher wollte Sie vorher nochmal melden. Ich nehme an, da gibt es noch eine Frage. Ja, kann man mich hören? Ja. Ja. Ich wollte eigentlich schon vorher eine Bemerkung machen zu dem, was der Herr Dr. Jackl gesagt hat, nämlich, dass also die Hoffnung ist, dass die Kreislaufwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele erreicht. Ich möchte da noch hinzufügen, das, was bisher noch nicht erwähnt wurde, nämlich wir haben doch eine nicht unwesentliche Anzahl von Menschen, die keine Beschäftigung haben. Und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Reparaturmaßnahmen oder Pfandsysteme, die zu einer Rückgabe, denkt zum Beispiel nur an Getränkeverpackungen und so weiter. Also wo in den Großmärkten eine Rücknahme, das kann nicht alles automatisiert passieren, dass hier Beschäftigungseffekte gegeben wären und dass das sicher volkswirtschaftlich wesentlich besser ist, als wenn die Menschen keine Beschäftigung haben. Und ich glaube, man kann nicht 8 Millionen Österreicher zu Umwelttechnikern erziehen, sondern ich bin der Meinung, dass die Menschen, die gehören geschult in den Betrieben und dass hier geordnete Stoffströme erreicht werden könnten. Ja, also das wäre meine Meinung dazu. Ja, danke für die Ergänzung. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Frau Professor Eisenmenger oder der Herr Professor Wimmer mit wirklich Beschäftigungswirkungen sich auch noch beschäftigt und auseinandersetzt, aber auch hat der Herr Dr. Jackl noch angesprochen, die ökosoziale Steuerreform, die uns schon seit weiß nicht wie vielen Jahren versprochen wird und in vielen Regierungsprogrammen gestanden ist. Ich bin der Meinung, dass also die Arbeitskosten oder die Lohnnebenkosten eigentlich zu 100% auf Energie und Rohstoffe umgelegt werden müssen, damit sich nämlich Reparaturmaßnahmen als kostengünstiger erweisen als das Wegwerfen. Nicht? Und damit würde man auch drastisch den Ressourcenverbrauch reduzieren. Nicht? Aber der Herr Dr. Jackl hat eh gesagt, es gibt also massive Widerstände, nämlich die, was vom jetzigen System profitieren. Keine Frage. Zweifellos ebenfalls richtig. Ja. Gibt es noch weitere Fragen an die beiden Referenten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich nochmal sehr herzlich für Ihre
Teilnahme, für Ihre lange und geduldige Teilnahme und die ausgezeichneten Vorträge. Würde auch die Teilnehmer nochmal um ein kurzes Zeichen des Applauses bitten für unsere Referenten. Frag dann noch, ob einer der Referenten vielleicht noch ein Schlusswort anbringen möchte. Scheint eher auch nicht der Fall zu sein. Dann ja, ich könnte schon was sagen. Bitte darum. Aber ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Ich könnte sagen, dass es, ja, ich könnte sagen, dass es hier schon eine positive Perspektive gibt. Das glaube ich schon. Ne? Und worauf beziehe ich mich da? Ich beziehe mich da vor allem auf die Studierenden, die für mich jetzt natürlich nicht unbedingt einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, aber doch eine Gruppe, die vermehrt sich mit diesen Themen auseinandersetzen will und die zu mir kommen oder zu meinem Team kommen und da mitmachen und Lehrveranstaltungen besuchen in einem Ausmaß, wie es das bisher noch nicht gegeben hat. Das ist doch etwas, was wir hier als positiv feststellen können. Und denen können wir, Frau Henning, nichts mehr vorgaukeln. Die wissen schon, was Sache ist. Also wir, die Firmen können denen nichts mehr vorgaukeln. Und die mögen so weiter tun, wie sie wollen, aber die haben das schon lange verstanden, was hier Sache ist. Und das ist halt dann schon die nächste Generation, die hier das dann auch einfordern wird, ziemlich sicher. Und noch einmal, jede wird sich die Frage stellen, gefallen lassen müssen. War ich Teil der Lösung oder Teil des Problems? Da bin ich mir ganz sicher. Ja, zweifellos. Ja, und da gebe ich Ihnen auch recht und die Hoffnung ruht da wirklich auf denen, die nachkommen und die in die Firmen reinkommen, in die Chefetagen reinkommen. Das wird noch etwas dauern. Aber, und das ist traurig, dass wir das nicht verstanden haben, weil, wie Sie sagen, es wissen ja viele, ja, dass da nicht ausreichend reagiert wird und dass wir wirklich warten müssen, bis die Jungen nachkommen. Ja. Sehe ich wie Sie. Danke. Vielleicht nur eine Ergänzung dazu, also, aber ich mag jetzt niemandem das Schlusswort stellen, teile ich total und ich finde, da kann man viel lernen aus den Aktivitäten, die die Jugendlichen, aber auch Studierenden setzen, also die Jüngeren. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was im Alltag üben, ja, dass man sich mit denen in einen Dialog begibt und auch sozusagen umdenken lernt, nicht all das, was wir schon immer wussten, ist das, was die Lösung bringen wird, sondern sich auf neue Wege begeben. Und die kann man sich auch von Jüngeren holen und dort in einen Dialog gehen und schauen, was gibt es für neue kreative Ideen. Weil das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Querdenken, neue Ideen suchen und dann gilt es, die umzusetzen, ja, damit die Dinge ins Rollen kommen. Und insofern kann man nur sagen, also natürlich könnte man pessimistisch sein und den Kopf in den Sand stecken, aber man könnte doch sagen, packen wir es an. Wir haben viele Zutaten, wir müssen einfach nur jeder einen Schritt nach dem anderen gehen und das in den Alltagsentscheidungen und einfordern von der Politik und von der öffentlichen Seite und auch von den Betrieben. Und ich glaube, das kann jeder selber in die Hand nehmen, weil dass man aufsteht und sagt, schauen wir, dass was weitergeht. Ja, danke jetzt für dieses Schlusswort. Bedanke mich natürlich auch noch bei allen Teilnehmern im Namen von Umweltmanagement Austria und habe wie immer noch einen Hinweis auf den nächsten Fachdialog. Der ist dem neuen Klimaschutzgesetz gewidmet, wird am 11. Oktober stattfinden. Wir werden in gewohnter Weise die Einladung ausschicken und ich freue mich, wenn ich dort möglichst viele von Ihnen wiedersehe. Wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Donnerstag für alle, die jetzt zum Fußball laufen oder besser gesagt zum Fernsehen den Fußball übertragen wird. Viel Vergnügen damit. Wiederschauen. Vielen Dank, Wiederschauen. Auf Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Wiederschauen. Alfred, hast du nur eine Sekunde Zeit?